Guten Abend, mein Name ist Vora Stein. Ich begrüße Sie im Namen der Wiener Arbeiterkammer und auch im Namen unseres Kooperationspartners, der Stadtzeitung Falter, sehr herzlich zum 8. Wiener Stadtgespräch. Unser heutiger Gast hat eine hohe Anziehungskraft. Diese Anziehungskraft ist in den letzten Tagen noch gestiegen. André Heller, herzlich willkommen. André Heller begleitet uns seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Rollen, die sich dann doch zu einem Ganzen fügen. Er begleitet uns als Musiker, als Autor, als Poet und als Intellektueller. Er selbst hat einmal über sich gesagt: Ich bin ein organischer Feigling, der sich immer wieder in mutige Situationen bringt und sich in ihnen bewähren muss. Vielleicht werden wir ja heute einiges über diese mutigen Situationen erfahren. André Heller hat sich als Künstler und Intellektueller immer auch politisch engagiert und er leidet auch an der Politik. Er selbst hat das Verhältnis zwischen Kunst und Politik folgendermaßen beschrieben: Politik ist ein unglaublich grobes Terrain, in das sich sehr selten zarte Wesen hinein verirren. Wer ein seelisches Bedürfnis nach Zwischentönen hat, wird sich auch ohne äußeren Anstoß der Kultur zuwenden. Wer das nicht hat, wird leider häufig Politiker. Dieses Zitat stammt nicht aus der jüngsten Vergangenheit, sondern aus dem Jahr 2005. Der Anlass war der Kanzlerwechsel in der Bundesrepublik Deutschland. André Heller hat uns auch immer wieder den Zugang zu Wunderwelten eröffnet. Eine dieser Wunderwelten hat den Titel Begnadete Körper getragen. Ich gehe mal davon aus, dass es heute Abend bei dem Gespräch, das Peter Hemer, den ich auch sehr herzlich begrüße, mit André Heller führen wird. Möglicherweise nicht um begnadete Körper gehen wird, aber um eine geistige Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes. Möge die Übung gelingen. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. André Heller muss ich Ihnen nicht vorstellen. Ich werde Ihnen daher nur kurz den Ablauf des Abends sagen. Zunächst wird André Heller aus seinem neuen Buch lesen, das sowohl literarisch wie auch in den Verkaufszahlen ein großer Erfolg ist, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass es heißt, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Danach werden wir über Fragen reden, die sich aus diesem Buch ergeben und am Ende auch noch über Politik, über Hellers Abschied von der Sozialdemokratie, wie Sie vielleicht dem Falter dieser Woche entnommen haben. Aber zunächst die Lesung. So, danke dir, Peter. Danke Ihnen sehr. Es ist nicht so, dass ich mit zunehmendem Alter in einen Zustand komme, wo ich mich nicht mehr darüber freue, wenn Säle voll sind. Ich finde das immer eine Auszeichnung, wenn einem Menschen das Kostbarste, was sie haben, zur Verfügung stellen, ihre Zeit. Und ich hoffe, wir werden heute gut mit diesen beiden Stunden, die wir einander geben, umgehen. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, wenn die Kameras da sind, weil sie alle dann nichts sehen werden. Wie können wir das lösen? Ich weiß nicht, ich schiebe es ein bisschen herüber. Ob es was nutzt, weiß ich nicht. Und bitte, ich glaube, da drüben sind ein paar Plätze frei, setzen Sie sich gnadenlos hin. Die waren von meinem Büro reserviert und ich habe den höchsten Prozentsatz an verkühlten Freunden, die alle nicht gekommen sind. Setzen Sie sich ruhig dorthin. So, letzte Vorbereitungen.
Den Titel des Buches hat der Peter schon gesagt. Und weil meine Mutter heute wieder da ist, tue ich, was ich immer tue, wenn sie dabei ist. Ich weise darauf hin, dass im Vorwort steht, diese Erzählung greift einige Themen und Begebenheiten auf, die meine Kindheit für mich bereithielt. Die Oberhand beim Schreiben hatte allerdings die Fantasie. Ich wiederhole, die Fantasie. Wir tun uns leichter, wenn ich das sage. Nachher und vorher. Und ich möchte auch heute daran erinnern, an einen Satz, der mir immer einfällt, ehe ich zu lesen beginne, dass der Anton Kuh gesagt hat, ein Dichter, der liest, ist wie ein Kellner, der isst. Ich werde ein paar Passagen vorlesen, zwischendurch ein bisschen erklären, was dann noch geschieht im Buch. Im Prinzip können Sie es natürlich viel besser selber lesen, aber ein bisschen was möchte ich vorlesen und dann nehmen wir uns Zeit für dieses Gespräch und kommen darin, wie ich den Peter und mich kenne, wahrscheinlich vom Hundertsten ins Tausendste. Zuerst starb der Papst. Das war eine ernste Angelegenheit. Der Generalpräfekt versammelte um 6.30 Uhr vor der Frühmesse alle Präfekten, Vizepräfekten und Zöglinge im ungeheizten Theatersaal und verkündete, der Heilige Vater ist tot. Jetzt sind wir Waisen. Lasst uns für seine Seele beten und dass uns die Dreifaltigkeit Trost gewähre. Einige Mitschüler waren klug genug zu weinen. Sie erhielten nach der Trauerveranstaltung von der Schwester Immaculata als Anerkennung ein Stollwerkbonbon. Die Schwester war die einzige sichtbare lebendige Frau im Kollegium. Sie leitete die Krankenabteilung. Dort roch es nach Wundbenzin und Kampfer. Genauso, dachte ich, muss es zuletzt im Schlafzimmer des Papstes gerochen haben. Pius XII. Was für ein schöner Name. Eugenio Pacelli klang noch schöner. Aber so hatte er nur bis zu seiner Wahl als Nachfolger Petri heißen dürfen. Dass die Päpste nicht aus Fleisch, Knochen und Blut waren, sondern aus Stein, wusste ich, denn Jesus hatte seinen Stellvertreter mit den Worten ernannt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber rätselhaft blieb, wieso Felsen sterben können und warum ich deshalb jetzt ein Waisenkind sein sollte. Offenbar gab es für jeden von uns einen heiligen Vater und einen unheiligen. Den Unheiligen nannte man auch den Leiblichen. Es zählt zu den nachhaltigsten Traurigkeiten meiner Kindheit, dass Mutter mich nicht unbefleckt empfangen hat. Was besaß die Mutter Gottes, dachte ich damals, dass meiner Mutter fehlt? Sie konnte doch kein seideneres Haar haben, keine größere Sanftmut und kein einnehmenderes Lachen. Dass derjenige, der Mutter befleckte, nach der himmlischen Logik als unheilig galt, war zu verstehen, aber nicht ganz. Denn wie wäre ich wohl in diese Welt gekommen, wenn Vater das Beflecken nicht gelungen wäre? Und wer hätte dann dem Paul Kaltner die Ohrfeige gegeben, die er von mir im Streit bekam und die ihn schlagartig von seinem heftigen Stottern befreite? Von anderen Wundern und Heldentaten, die von mir wahrscheinlich in Zukunft noch zu erwarten waren, ganz zu schweigen. Die 2 Stunden Freizeit nach dem Mittagessen entfielen. Die Präfekten berichteten stattdessen den Schülern aller Stufen vom Leben Pius XII., dass er ein nobler Italiener war, der so ausgezeichnet Deutsch sprach, dass es sogar Herrn Hitler imponiert hatte und dass er von Anfang an aus nichts als Guten und Güte bestand. Schaut euch auf dieser Fotografie seine Hände an, wie von Dürer. Was der Pontifex berührt hat, bleibt gesegnet bis zum jüngsten Tag. Dafür war es nun zu spät. Mich würde er nicht mehr berühren können. Das bedeutete ziemlich schlechte Voraussetzungen für den Tag der Auferstehung. Aber immerhin hatte die Sopranistin Lotte Lehmann in der Drehtür des Hotels Bristol neben der Staatsoper einmal meine Schulter gestupst, weil es ihr zu langsam voranging. Der Musikprofessor
hat er uns von dem herzzerreißenden Singen der Lehmann erzählt und dass der Komponist Richard Strauss darüber schrieb. Sie hat gesungen, dass es die Sterne rührte. Ich hoffte innig, dass diese Lehmann-Berührung in der Stunde der Wahrheit am Ende der Zeiten ebenso viel zählte wie jene des Papstes. Abends, nach dem Auslöschen der Lichter, lagen die vom frommen Leben erschöpften Buben in ihren Militäreisenbetten. 5 Reihen mit je 10 Zöglingen, die häufig aus Träumen aufschrien oder in dem hohen Schlafsaal eine Kuppel aus Seufzern errichteten. Ich wusste nicht, wie es geschieht, dass man einschläft. Du liegst wach und denkst, dass es nicht gelingen wird. Und dann überlistet dich irgendetwas in deinem Gehirn Verborgenes und hebt dich unbemerkt in eine Entrücktheit. Ein größeres Rätsel kannte ich nicht als dieses gleichzeitig bei sich und außer sich sein. Im Traum war ich einmal so groß wie der Stephansdom und wir haben uns in die Augen geschaut, der Nordturm und ich. Dann hat er zu mir gesagt, Elfriede, pass gut auf deine Glocken auf. Wenn es stimmt, dass jeder Traum einen Sinn hat, dann soll mir bitte jemand den Sinn dieses Stephansdom-Traumes erklären. In der Nacht nach dem Tod des Papstes gelang es mir nicht einzuschlafen. Der Präfekt Pater Mokloschi ging stets gegen 22 Uhr durch die Bettenstraßen und erfasste mit der Taschenlampe kurz Gesicht für Gesicht die ihm anvertrauten Zöglinge. Der Leuchtturm, dachte ich immer, wenn ich ihn sah. In meiner Einbildung schliefen wir auf einem Amphibienboot und der Leuchtturm bewahrte uns zu Wasser und zu Lande vor Schiffbruch. Denn ich war überzeugt, dass man überall auf Erden untergehen konnte, außer vielleicht in den Umarmungen meiner Mutter. Als der Präfekt mich mit dem Licht streifte, schloss ich rasch die Augen. Aber er bemerkte mein Wachsein, stellte die Lampe auf die schwächste Stufe, befestigte sie mit einer Lederschlaufe an einem Knopf seiner Soutane in Brusthöhe und trat an das Betthaupt. Dann begann er mich wortlos an den Schläfen zu streicheln. Seine Finger rochen stark nach Tabak. Und da er ein Jesuit war und dieser Orden die Gesellschaft Jesu heißt, stellte ich mir auch Jesus und die 12 Apostel als Kettenraucher vor und den Vatikan als eine Art unermesslich große Tabaktrafik, in der die Kapläne und Pfarrer, die Prälaten und Pröpste, die Monsignores und Bischöfe, die Erzbischöfe und Kardinäle ihre Smart- und Johnny-Filter-Päckchen erhielten. Ich schmiegte mich in die Hände des Präfekten und wusste, dass der Lichtkegel des Leuchtturms jetzt nur für mich in das Dunkel schnitt und ich mich für die Dauer seiner Zuwendungen in Sicherheit wiegen konnte. Was mir stets gegen Abend Angst machte, war meine Überzeugung, dass ich mich schon zu lange gezwungenermaßen am falschen Ort und bei den falschen Leuten aufhielt. Das meiste war hier aus Grobheit und Kälte gemacht. Und selbst im Juni und September fröstelte mich. Und die einzige Musik, die wir hören und singen durften, waren Kirchenlieder während der Messe und Volkslieder während der Gesangsstunden. Und hätte ich nicht manchmal heimlich für Minuten auf der Toilette ein Detektorradio, das nur aus Drähten und einem einzelnen Kopfhörer bestand, an die Wasserleitungsröhren angeschlossen, wären mir die großartigen Existenzen von Bo Diddley und Fats Domino verborgen geblieben, die dem Generalpräfekten mit Sicherheit als sündig gegolten hätten. Überall stieß man auf das Wort Sünde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dieses Wort heißt Sünde, dachte ich. Wenn man bei der täglichen Kommunion während der Frühmesse irrtümlich auf die Hostie biss, war es eine Sünde. Und wenn ich sagte, dass ich lieber eine Schwalbe wäre als der Zögling Nummer 42, war es eine Sünde. Und zu widersprechen war eine Sünde. Aber die schwerste Sünde überhaupt war laut zu behaupten, dass man nicht an die Sünde glaubte. Hände auf den Rücken, schrien die Präfekten bei jedem Vergehen. Wenn man es tat, schlugen sie einem ins Gesicht und wenn man es, wie ich, nicht tat und sich augenblicklich zu Boden fallen ließ, traten sie einen mit den Schuhen. Am falschen Ort und bei den falschen Leuten. Collegium ad vec.
künftige Kirchenfürsten und Minister der christlichen Volkspartei, Generaldirektoren bürgerlicher Großbanken und Universitätsprofessoren züchtete man dort. Aber ich hatte anderes mit mir vor. In einem Asbestanzug als erster Mensch in das Innere des Vesuvs hinabzusteigen, um in der glühenden Lava nach Feuerfischen zu suchen, war einer meiner Pläne. Inhaber des Eichkatzelfütterungsmonopols im Park von Schönbrunn ein anderer. Und der dritte lautete Weltmeister im Unsichtbarsein. Auf nichts davon wurde man im Kollegium vorbereitet, am falschen Ort und bei den falschen Leuten. Der Präfekt hatte aufgehört, meine Schläfen zu streicheln. Jetzt beugte er sich über mich und küsste meine Stirn. Niemandem etwas erzählen, sagte er. Verrat ist eine Sünde. Am nächsten Morgen beteten wir schon vor der Frühmesse einen Rosenkranz für Pius XII. Und einen weiteren für den fehlbaren Menschen Eugenio Pacelli, der auch noch irgendwie im bei Bedarf unfehlbaren Papst gesteckt hatte. Außerdem verordnete uns der Generalpräfekt einen Trauerfasttag. Und eine ganze Woche durften wir in der Freizeit zwischen dem ersten und zweiten Studium keinen Sport treiben. Dies war das Einzige, das mich Dankbarkeit gegenüber der prächtig gewandeten, gesalbten und geschminkten Leiche empfinden ließ, an der in der Stadt Rom täglich Tausende andächtig vorüberzogen und deren 82-jähriger Mund mit Weihrauchkörnern gefüllt war, wie uns der Chemieprofessor erzählte. Fast jede Nacht trat der Leuchtturm an das Kopfende eines anderen Zöglings und blieb dort für eine Weile. Mir erschien das ungerecht, denn meine Not hielt ich für die bitterste. Bis am 18. Oktober vor dem Abendgebet zwei Fratres aus der Tischlerei erschienen und das Bett vom Gabor Benedek aus dem Schlafsaal auf den Gang trugen. Der Gabor schrie, nein, das könnt ihr mir nicht antun, bitte nicht. Dann fiel er auf die Knie und riss sich büschelweise die Haare aus und das Blut tropfte ihm übers Gesicht. Aber es half nichts. Du bist es nicht wert, bei den anderen zu schlafen. Du Kameradschaftsschwein hast deinen Mitschüler bestohlen. Wen hat er bestohlen und was hat er genommen? Fragte ich den Präfekten Moklosi. Er sah mich ausdruckslos an und im selben Augenblick wusste ich, dass meine Frage mich für immer aus der Leuchtturmgnade geworfen hatte. Neugierde ist eine Sünde, antwortete der Präfekt. Ich habe mir aus dem Spind vom Zeidler die Fotografie seiner Mutter geholt, schluchzte der Gabor Benedek. Aber warum denn? Fragte ich. Weil sie so schön ist, die Frau Zeidler, antwortete er. Mein Gott, sie ist so wunderschön, da kann ja ich nichts dafür. Wie sie bei unserer Firmung im Kollegium war, hat sie mir ein halbes Kilo Kirschen geschenkt, einfach so. Die Kerne habe ich in meinem Polster versteckt und seither darauf geschlafen. Ich bin doch kein Schwein. Kameradschaftsschwein, wiederholte der Präfekt. Ich begriff, dass das Unglück des Gabor Benedek in Wahrheit ein großes Glück war und beneidete ihn, weil er um seiner Liebe willen morgen das Institut verlassen musste. Als wir 10 Stunden später, wie jeden Morgen, um 6 Uhr durch den erschreckenden Klang einer Trillerpfeife geweckt wurden, war Gabor tatsächlich verschwunden. Sein Lernpult und sein Spind waren ausgeräumt. Seine Nummer 38 war von der Spindtüre entfernt. Und sein Name kam den Präfekten und Professoren nie mehr über die Lippen. In der weiteren Folge entfremdet sich dieser Paul Silberstein immer mehr seiner Umgebung und versucht, Strategien zu entwickeln, wie er aus dieser Zwangsjacke ausbrechen kann. Und eines Abends, ich erinnere mich, dass in dieser Zeit im Theatersaal eine Vorführung des Films Das Lied von Bernadette stattfand. Alle bestaunten das französische Kind, dem in Lourdes die Madonna erschienen war. Ich überlegte mir daraufhin einige Tage, ob ich nicht eine Marienerscheinung vortäuschen sollte, um der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu werden. Aber dann ließ ich den Plan wieder fallen, weil ich Atweg einen zu trostlosen Ort fand
um ihn durch meine Fantasie unsterblich zu machen. Außerdem gönnte ich den Jesuiten den unermesslichen Reichtum nicht, den er durch Souvenirverkäufe an die Millionen zu erwartenden Pilger in den Schoß gefallen wäre. Und er überlegt sich, was habe ich zu tun, was sind meine Chancen? Und er erinnert sich daran, dass ihm diese Situation überhaupt nur deswegen gekommen ist, weil der Vater so katholisch wurde nach dem Krieg, weil der Hitler ihm, dem konvertierten Juden, 1938 gesagt hat, was du glaubst, ist eine Sache, ich sage dir, du bist der Jud. Und dieser Vater, der dann durch viele Wirrnis überlebt, sagt dann nach dem Krieg, jetzt erst recht, jetzt werde ich katholisch mal katholisch durch katholisch und mein Kind mal 100 katholisch. Und so kommt dieser Paul in dieses Institut und bekommt eine Ausbildung, eine Grundausbildung in Hardcore-Katholizismus. Und es geschehen ein paar schöne Dinge auch. Einmal ist er in der Krankenabteilung und da sieht er durch ein Fenster auf einem Nachbargrundstück ein schönes, doppellockiges Mädchen auf einem Pony reiten und das zieht in ihrem Garten Kreise und er verliebt sich in dieses Mädchen und er weiß, dass dieses Mädchen für ihn ist, was die Mutter vom Zeidler für den Gabor Benedek war. Und er entdeckt eine Rauchfangkehrer-Ausstiegsluke am Dach und er schreibt Liebesbriefe und faltet sie zu kleinen Flugzeugen, Papierflugzeugen und geht aufs Dach und versucht, in dieses Nachbargrundstück seine Botschaften zu werfen. Aber es misslingt immer. Und er träumt sich weg in den Wäschekasten seiner Mutter, wo es nach Lea Duton duftet. Er träumt sich weg zu Verwandten, die ihm sympathisch sind. Und eines Tages hat er eine Vision, während er über die Wäschewiese geht. Und er sieht bis zum Mittelpunkt der Erde. Und von da an war ich verwandelt. Die Gedanken kehrten zurück und verlangten von mir mit schöner Beharrlichkeit, mich zu meiner Merkwürdigkeit zu bekennen und endlich ganz die Verantwortung für dieses Kind zu übernehmen, das ich war und das mir anvertraut war. Ich verstand, dass ich die wesentlichen Entscheidungen nicht mehr Vater und Mutter oder heiligen Vätern und Gottesmüttern überlassen durfte. Ich durfte auch keine Freundlichkeit und Förderung von Generalpräfekten, Präfekten, Vizepräfekten, Fratres, Schwestern oder Mitschülern erwarten, sondern ich hatte mich selbst an den Platz zu stellen, der meinen Fähigkeiten und Anlagen am genauesten entsprach. Die Unmündigkeit vor dem inneren Gesetz war für immer beendet. Bereits 2 Tage später rief mich ein Vorfall auf, für meine neue Haltung einzustehen. Dem Zögling Valsassina war übel geworden und er erbrach sich während des Zeichenunterrichtes. Der Herr Professor Koplenik, außer dem Turnlehrer Greve, der einzige weltliche Pädagoge am Institut, entschied, dass nicht nach dem zuständigen polnischen Pedell geschickt würde, um Arbeitstisch und Fußboden zu reinigen, sondern dass dies durch den Zögling Nummer 42 zu geschehen habe. Koplenik trug einen grauen Klotmantel, in dessen Revers wie bei einem Vorstadtschneider Dutzende Nadeln mit farbigen Glasköpfen steckten. Er ging auf mich zu und übergab mir das grobe Tuch, ich muss nur die Zeile wieder suchen. Er ging auf mich zu und übergab mir das grobe Tuch, mit dem die Kreide von der Tafel gewischt wurde. Dabei hielt er den Kopf schief, als wollte er eine Skulptur genauer betrachten. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, er untersuchte mich auf Kanten oder Vorsprünge, an denen sein Hass gegen mich sicheren Halt finden konnte. Warum er mich hasste, wusste ich nicht. Heute scheint mir, ich besaß zu große Ähnlichkeit mit jenem jungen Menschen, den Koplenik wahrscheinlich vor Jahrzehnten in sich selbst verraten hatte und an den er nicht erinnert werden wollte. Sein Leben, so dachte er wohl, war unwiderruflich vertan, aber aus mir konnte durchaus noch ein freier Mensch werden, der seine Talente nicht vergrub.
Einer wie der Jongleur Rastelli, der scheinbar die Schwerkraft überwand. Vielleicht auch ein Pirouettenwunder, wie die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Sonja Hennig. Oder ein Fingerfertigkeitsgenie, wie die so sehr hässliche Pianistin Clara Haskell, die sich durch ihr Spiel stets in die makelloseste Schönheit aufschwang. Kopernik drückte mir das Tafeltuch in die rechte Hand und befahl, wisch das Gespieberne auf. Ich dachte, wenn du gehorchst, bist du verloren. Wenn du das tust, wirst du wie alle, die du nicht sein willst. Wie der ladinische Hilfspräfekt, wie die zwei Fratres aus der Tischlerei, die das Bett Gabor Benedeks hinaustrugen, wie die französischen Patres, die zur Verhaftung des Leuchtturms erschienen sind. Ich tauchte das Tuch in die Lache aus Erbrochenen und drei sich überlagernde Stimmen in mir, die des Geistes, der Seele und des Körpers, wie ich heute glaube, baten mit großer, unaufgeregter Klarheit, füg dich nicht, wenn du dir lieb bist. Ich schaute dem Zeichenprofessor in die Augen. Als Reaktion schloss er sie wie ein Genießer, der einen tiefen Zug von einer Zigarette nimmt. In diesem Moment warf ich ihm das vollgesogene Tuch ins Gesicht. Ich kann mich in meiner ganzen Kindheit an keine Tat erinnern, die mich mit mehr Stolz und Befriedigung erfüllt hätte. Kopernik wich zurück mit der Panik eines Dompteurs, den während einer bisher 100-mal gefahrlos verlaufenen Vorführung plötzlich eines der Raubtiere in Stücke reißen will. Gerade in diesem Augenblick gab der Novemberhimmel einen Sonnenstrahl frei, der durch ein Fenster auf den Oberkörper des Professors fiel und die Stecknadeln an seinem Revers zum Funkeln brachte. Dann lief er wortlos aus dem Zeichensaal. Diesmal herrschte im Raum kein Schweigen und ich stimmte keinen Gotteslobgesang an und es entwickelte sich auch keine erlösende Wasserschlacht, sondern die meisten meiner Mitschüler waren empört und beschimpften mich. Man kann sich nicht alles erlauben. Was zu viel ist, ist zu viel, sagte der Zögling Otto Preimel. Ja, erwiderte ich, das empfinde ich genauso. Du bist keiner mehr von uns, sagte der Zögling Konstantin Winterhalter. Ich bin nie einer von euch gewesen, lautete meine Antwort. Und jetzt verstummt dieser Paul Silberstein und zieht sich ins Schweigen zurück und reagiert auf nichts mehr in seiner Umgebung. Und die Patres kommen und rütteln ihn und schütteln ihn und reden auf ihn ein. Und er wird dann in die Krankenabteilung eingewiesen. Und er bleibt stumm. Und er baut sich aus Hölzern, die er sich aus Bildern des Malers Rousseau in seiner Fantasie ausborgt, eine Leiter, eine Himmelsleiter. Und er borgt sich in seiner Fantasie vom stoppellockigen Mädchen das Pony aus und er reitet über die Sprießen dieser Leiter nach oben zum Himmel und schaut hinunter aufs Kollegium, das nicht mehr größer wie ein Rotzfleck ist. Und die Schwester Immaculata in der Krankenabteilung macht ihm ein süßes, nicht zu überbietendes Angebot. Sie sagt, noch nie hat ein Mann die Haare unter meiner Schwesternhaube gesehen. Und wenn du sprichst, wenn du zu mir was sagst, dann hebe ich sie und du darfst meinen Zopf berühren. Und er bleibt tapfer und spricht mit ihr nicht. Und einige Tage verharrt er in diesem Zustand und plötzlich steht die Mutter vor ihm, was ganz ungewöhnlich ist, denn man durfte nur einmal im Monat am Nachmittag Besuch haben in Atweg und da steht die plötzlich und sagt, in welchem Stück spielst du eigentlich? Und er sagt, kann ich jetzt nach Hause? Und sie sagt, ja, du musst nach Hause. Vater ist zu Tode gekommen. Und da zieht er sich über den Pyjama nur einen Waldjanker an und schlüpft in die Schuhe und die gehen hinaus in den Schnee, ins Nieseln, zum Auto. Und die Mutter dreht das Kofferradio an und man hört Rosita Serrano das Lied vom Roten Mond singen.
und das Kollegium entschwindet. Jetzt kommt er nach Haus, da ist der Vater schon in der Präsektur und plötzlich sieht er diese Villa, die nicht mehr den Tyrannen hat, nicht mehr den merkwürdigen Mann, der ab und zu aus dem Ausland nach Wien kommt und seine eigenen Gesetze aufstellt und sagt, so und nicht anders, und dem sich alle zu fügen haben. Und er versucht, ein bisschen von dem Haus Besitz zu ergreifen, dem er im Vorbeigehen Gegenstände verrückt. Und er sieht, dass die doppelten Böden der Biografie des Vaters jetzt zum Betreten geöffnet sind. Und er wühlt in den Privatladen des Vaters und er beginnt sich Notizen zu machen, wie das alles war, wie der Vater noch gelebt hat. Denn er spürt, dass er mit einer raketenhaften Geschwindigkeit sich von seinem bisherigen Leben entfernt. Und dann kommt der Bruder zurück, der im Ausland arbeitet, der viel älter ist. Und es gibt eine Testamentseröffnung und sie merken, dass sie gar nicht das sind, was sie geglaubt haben, reiche Leute, sondern dass alles weg ist, dass sie vor dem Bankrott stehen. Man weiß nicht genau, warum wurde das veruntreut, waren irgendwelche merkwürdigen Erpressungen im Spiel, man weiß es nicht. Und dann kommen Verwandte und Bekannte und es kommt zu merkwürdigen Versammlungen in diesem Haus, wo man sich Geschichten erzählt, wo man Erinnerungen auch an diesen Vater austauscht. Und der Paul erfährt, dass der Vater eine ganz merkwürdige, intensive Gegnerschaft zum Nationalsozialismus nach dem Krieg durchgezogen hat. Denn er kam als Sieger zurück, als französischer Besatzungsoffizier, er war Verbindungsoffizier zwischen der französischen Exilregierung in England und dem Weißen Haus. Und jetzt steht er 45, 46 als Machthaber mit den Insignien des Kriegsgewinners da. Und da erfährt er zum Beispiel solche Geschichten. Vaters sehr persönliche Rachefeldzüge gegen Nazis trieben Blüten, die an Überspanntheit schwer zu überbieten waren. An manches erinnere ich mich selbst, anderes wurde mir später von Augen- und Ohrenzeugen berichtet. 1952 besuchte er zum Beispiel ein Konzert im Goldenen Saal des Musikvereins. Als der Dirigent Clemens Krauss vor die Wiener Philharmoniker trat und den Taktstock hob, sprang Vater von seinem Sitzplatz in der ersten Reihe Mitte auf und klopfte Kraus zum namenlosen Entsetzen von Mutter und wohl auch der anderen Musikliebhaber im Saal in der Höhe des Oberschenkels auf die Frackhose und sagte, ich habe nicht den Krieg gegen die braunen Banditen gewonnen, um mir von einem von ihnen vor meiner Nase herumfuchteln zu lassen. Es hat fast 10 Minuten gedauert, bis mein Vater beruhigen und das Konzert seinen Anfang nehmen konnte. Aber während des ganzen Programms soll er immer wieder aus einem silbernen Flachmann Whisky zu sich genommen und damit im Rachen gegurgelt haben, bevor er den Alkohol schluckte. Man kann sich, wenn man unter die Wiener geraten ist, gar nicht genug desinfizieren, hat der Mutter zugezischt, die bis zum letzten Ton des Konzertes ihr Gesicht vor Scham in den Händen vergrub. Ich scheue mich ein wenig, die Geschichte von der Zinglergasse 14 niederzuschreiben, aber sie ist diejenige, die mir über Vaters Eskapaden aus der Zeit kurz nach der Befreiung am häufigsten erzählt wurde und stets mit dem, was man in Wien einen heiten Respekt nennt. Ich weiß nicht, wie sie bekannt werden konnte, denn dass einer der drei Beteiligten jemals zu Außenstehenden über die Vorgänge sprach, scheint mir einigermaßen unwahrscheinlich. Folgendes soll sich zugetragen haben. Ein solcher Meister-Ehepaar, Van Schura, hatte nach dem Anschluss durch Denunziationen großes und größtes Unglück über Dutzende Menschen gebracht. Auch eine von Vaters damaligen außerehelichen Abenteuergespielinnen, die junge Gattin eines Heimwehrführers und Südfrüchteimporteurs, hatten die Wandschuras bezichtigt, sich öffentlich abfällige Bemerkungen über die Nazis im Allgemeinen und Adolf Hitler im Besonderen geleistet zu haben. Die Dame geriet dadurch in monatelange Gestapohaft, die ihr Nervenkostüm derart zerrüttete, dass sie in den folgenden Jahren nach und nach den Verstand verlor. Im Herbst 1945
Als Vater von diesem Umstand erfuhr, verhinderte er, dass die Wandschuras von den zuständigen Gerichten zur Rechenschaft gezogen wurden, denn er wollte keinerlei Störungen bei seinen eigenen Vergeltungsmaßnahmen. Immer wenn er Wien besuchte, begab er sich donnerstags gegen 16 Uhr in die Zinglergasse 14. Zunächst komplimentierte er etwaige Kunden aus dem Geschäft und dann sagte er: Stellen Sie sicher, dass wir nicht gestört werden. Daraufhin wurde von innen der Rollbalken geschlossen. Vater setzte sich rücklings auf einen Stuhl und hieß die Eheleute, sich ihm gegenüber vor der gekachelten Wand mit den großen, an Haken hängenden Fleischtranchen, den Rinderschlögeln, den Ochsenkeulen und Schinkenseiten in strammer Haltung aufstellen. Sprecht euren Text, forderte er. Jetzt bettelten die Wandschuras unisono: Bitte, Herr Kommerzialrat, bestrafen Sie uns. Wir wissen, dass wir weniger wert sind als der Dreck unter den Fingernägeln der Rauchfangkehrer. Gut, antwortete Vater jedes Mal gnädig, ich will euch diesen Wunsch erfüllen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Die hoch in ihren 50ern stehenden Wandschuras machten ihre Oberkörper frei. Und dann mussten sich beide ein armlanges, blutiges Stück von einer frisch geschlachteten Sau herunterhacken und damit unter den unflätigsten gegenseitigen Dialektbeschimpfungen aufeinander einschlagen. Hundsgefraßt, Dreckshuhe, Hämorrhoidenfresser, nazigspiebernes Brunzfetzen gellte es hin und her. Vater feuerte sie an und befahl immer heftigere Szenen, bis eine der beiden Denunziantenkreaturen die Kräfte verließ und sich beide über und über von Tierblut besudelt zu Boden fallen ließen. Dann verabschiedete sich Vater für gewöhnlich mit den Worten: Es war mir ein Vergnügen. Ich komme bald wieder. Und so soll es über 5 Jahre bis zum Herztod des Herrn Wandschura gewesen sein. Jetzt kommt es dann natürlich auch zum Begräbnis. Und da versammeln sich die Brüder des Vaters, die so heißen wie die Orte, aus denen sie kommen. Onkel Bell aus Belfast, Onkel Monte aus Montevideo, Onkel York aus New York. Und das Begräbnis ist eine Farce. Sind Arbeiter der Fabrik abkommandiert, Krokodilstränen zu weinen. Es gibt Delegationen von den diversen Bünden und Ständen und die Deutschmeister spielen als Erinnerung an seine ehemaligen Regimentskameraden aus dem Ersten Weltkrieg und der Erzbischof von Salzburg ist da und plötzlich kriegt der Onkel Bell eine Kolik und wirft sich auf den Boden und schreit, jetzt holt der Deichsel mich und es droht der Sarg umzukippen und die Einzige, die die Kontenance bewahrt, ist die Köchin, die in einem von der Mutter ausgemusterten Haute Couture-Kleid irgendwie als eleganteste Erscheinung dort steht und die ein Vaterunser zu beten beginnt, an dem sich alle wieder hochranken und wieder in Ordnung kommen. Und dann gibt es diverse Essen zu Hause, wo dieser Bub konfrontiert wird mit dem Ton, auf den die Brüder des Vaters gestimmt sind, die auch alle bis auf einen zum Katholizismus konvertiert sind. Und es gibt die absurdesten und aberwitzigsten Gespräche und Aggressionen. Und die Mutter versucht immer wieder bei diesen Teeveranstaltungen und Mittagessen Herr zu werden dieser Entgleisungen und hat das Gefühl, dass die immer Probesitzungen für das jüngste Gericht da abhalten wollen, anstatt normale Konversation. Und eines Morgens hört das Kind dröhnenden Klavierklang, den Flohwalzer, den jemand ins Piano hämmert, und er läuft die Stiegen runter von der Mansarde, wo die Dienstboten und Kinderzimmer liegen, hinunter in den Klaviersalon. Und da sitzt der Onkel York. Und als Onkel York mich bemerkte, beendete er seine Darbietung, schlug den Klavierdeckel zu und erhob sich für seine über 70 Jahre erstaunlich elastisch vom Drehhocker und tanzte mit einigen Mambo-Schritten auf mich zu. Zu meinem Schreck stemmte er mich in die Luft, wie man es mit Kleinkindern tut, wirbelte mich mit großer Kraft um seine Achse und ließ mich in einen Ohrensessel fallen. Dann sagte er: Mein lieber Freund und Zwetschgenröster, hülle dich in Daunenkissen und bedecke dein Haupt mit Sobelfell,
Wir wollen dem Fürsten Kropotkin in seinem Eispalast unsere untertänigste Aufwartung machen. Ich habe aber nur einen Anorak, Schnürlsamthosen und eine Zipfelmütze, war meine reichlich prosaische Antwort. Dann werde ich dich Kraft meines Amtes als Privatdibuk des Wunderrabbis von Olmütz in einen wohlgestalteten Eskimo verwandeln. Mutter unterbrach seinen Redeschwall. Onkel York möchte mit dir einen Spaziergang unternehmen. Wasch dich, zieh dich an und lass dir einen heißen Kakao geben. Es war ein Tag von gleißender Helligkeit, den meine Augen an der Grenze zum Quälenden empfanden. Wir gingen die La Roche-Gasse entlang. Der große, massige, unter dem Wintermantel sommerlich gekleidete Mann bückte sich immer wieder, um Schneebälle zu formen, die er nach vorbeifahrenden Automobilen schleuderte. Wie geht es, Onkel Bell? Wollte ich wissen. Ausgezeichnet, er ist ein Hypochonder wie alle getauften Silbersteins. 99% dessen, was er für Herzinfarkte oder Koliken hält, sind Blähungen vom fetten Essen. Ganselsuppe, Karpfen und 2 Portionen Mohnknödel sind kein Zwieback. Mach dir um Onkel Bell keine Sorgen, mach dir Sorgen um mich. Warum um dich? Weil mich gleich der Schlag treffen wird wegen der Schulden deines Vaters. Ist es so arg? Es ist noch viel ärger, antwortete Onkel York. Aber wir werden die Familie vor Schande bewahren und ein paar Sparschweine schlachten, obwohl Juden sich von Schweinen fernhalten sollten. Wir bogen in die Arkadiengasse ein. Jingele, sagte Onkel York. Dein tragischer Vater wollte so etwas Ähnliches wie ein Ehrengalach sein. Am Schluss war in seinen Adern nur mehr Weihwasser. Das hat natürlich die Verkalkung beschleunigt und seinen Verstand getrübt. Was ist ein Galach, wollte ich wissen. Einer von diesen bischöflichen Chefkatholen, die mit ihren spitzen Hemdchen und goldbestickten Ponchos und den ständig geschwenkten Weihrauchfässern aussehen, wie überkandidelte gnädige Frauen mit brennenden Handtäschchen auf der Narrenredoute. Vater war krank, sagte ich. Er hat Gifte genommen, bis er selbst Gift war. Er hat sich veruntreut, antwortete Onkel York. Hör zu. Geboren wird man als Entwurf zu einem Menschen und dann muss man Zeit seines Lebens aus sich einen wirklichen Menschen machen. Das kriegt man nicht geschenkt. Das kann man auch nicht bei Gerngroß, Harrods oder bei Macy's kaufen. Das muss man sich erarbeiten, Jingele. Erarbeiten, sage ich. Und dein Vater war arbeitsscheu. Warum erzählst du das alles mir, Onkel York? Ich bin doch noch fast ein Kind. Du bist, was du bist, sagte er lakonisch. Und ich rede dir von dem, was du wissen sollst. Mittlerweile hatten wir die Ecke Arkadiengasse-Tilgnerweg erreicht. An dieser Stelle befand sich ein großes, verwildertes Grundstück, aus dem zerbröckelte Mauerreste aufragten. Gehen wir in die schlimme Vergangenheit, sagte Onkel York und rückte sich den Strohhut zurecht. Dann stemmte er mich zum zweiten Mal an diesem Vormittag in die Höhe, nur dass er mich diesmal über den schmiedeeisernen Zaun buxierte, der uns von dem Ruinenplatz trennte. Anschließend kletterte er mit jener Geschmeidigkeit, die ich schon die ganze Zeit an ihm bewunderte, selbst über das Hindernis. Jetzt sind wir eingetreten, sagte er. Eingetreten in das Haus des Unaussprechlichen. Was meinst du, Onkel York? Fragte ich einigermaßen verwirrt. Weißt du nicht, wo wir uns befinden? Hier hat einmal eine Synagoge gestanden. Der Raum, in den unsere Familie jeden Sabbat gebetet hat. Als der Tempel noch ganz war, habe ich hier im Jahr, in dem die schöne Kaiserin ermordet wurde, Bar Mitzwa gefeiert. Und meine Brüder später auch, ehe dann alle außer mir gedacht haben, dass sie beim Gekreuzigten besser aufgehoben sind. Dein Vater hat hier die Worte der Propheten studiert, damals, vor den beiden Dreckskriegen. Und der Rebbe hat ihm mit Sicherheit die Zahl der Zahlen genannt,
die nichts weniger als den Engel bedeutet, der jedem von uns beigestellt ist. Ich betrachtete die Märchengestalt Onkel Jörgs und empfand eine solche Zuneigung für diesen Menschen, mit dem ich an diesem Tag zum ersten Mal allein sprach, dass mir Wellen von Hitze über den Rücken in den Schädel rollten und ich nicht erstaunt gewesen wäre, wenn die Ausstrahlung davon den Schnee um uns zum Schmelzen gebracht hätte. Ich schaute Onkel Jörg in die schwarz unterlegten Augen und wir hielten einander lange im Blick, als gelte es eine hypnotische Prüfung zu bestehen. Dann schüttelte er sich wie ein nasser Hund, schloss den obersten Knopf des Mantels, den er über der Sommerkleidung trug und schon zuvor beim Begräbnis getragen hatte, rückte ein weiteres Mal den Strohhut zurecht und sagte: Lass dir erzählen, Jingele. In der Scherbennacht, am 9. November 1938, haben die Höllenhunde landauf, landab die Synagogen angezündet. Der unseren, an diesem Ort, haben sie zunächst mit Ziegelsteinen die blauen Rundfenster mit dem bleigefassten Mogen David eingeworfen, dann das silberintarsierte Tor mit Brechstangen aufgesprengt und zersplittert. Als nächstes gossen sie Benzin über die Betbänke und den Toraschrein. Und als die Flammen brodelten und ich gerade vom Lärm alarmiert ziemlich atemlos um die Ecke gekommen bin, hat man den kleinen ausgemergelten Schammes, den Synagogendiener, der als einziger in dem Gebäude wohnte, an den Haaren und unter Fußtritten vor das brennende Gebäude geschleift. »Was ist dir das Liebste auf Erden, Jed?« schrien die Teufel. »Deine krummen Beine, deine Geldgier, dein Hass auf den Führer, was ist dir das Liebste, Jed?« Aber der Schammes konnte vor Angst nicht sprechen und hat nur immerfort völlig blöde gelacht. »Was ist dir das Liebste auf Erden, Jed?« wiederholten sie immer wieder. Und der Sohn des Kohlenhändlers Andrak, der seit Jahrzehnten auch unsere Familie mit Brennmaterialien belieferte, trat mit seinen schweren Schnürschuhen den Schammes mehrmals in die Rippen, dass es trotz des Knisterns und Knackens des hohen Feuers deutlich zu hören war. Endlich stöhnte der Schammes: »Gnade, ihr edlen Herren, Gnade! Das Liebste auf Erden sind mir meine Täubchen, meine gefiederten Kinderchen.« »Wo sind die Viecher?« dröhnte dem Andrak seine Brut. Und als der Schammes zu antworten zögerte, stach er ihn, ich habe es selbst gesehen, mit dem Zeigefinger tief in das rechte Auge. Und der Schammes brüllte vor Schmerz auf, wie ich bis dahin noch keinen Menschen habe brüllen hören. Dann schluchzte er: »In dem Verschlag neben dem Seiteneingang habe ich den Täubchen eine Heimstatt gegeben. Tut ihnen um Himmels Willen nichts zuleide.« Sofort sind zwei von den Abschaumwesen zum Seiteneingang gerannt und bald darauf waren sie wieder da und haben piep, piep, piep gezwitschert. Und jeder hat einen Vogelkäfig geschwenkt und die Tauben darin haben panisch mit den Flügeln geschlagen und sind durcheinander gepurzelt. Mittlerweile drangen die Feuerzungen durchs gewölbte Dach und durch die Fenster des Tempels und haben den Mauern einen schwarzen Flor aufgebrannt. Die Nazi-Bande hat begonnen, Heurigenlieder zu grölen und ich habe ihre Freude gespürt, ihre Tollheit, die von der Todesangst des Schammes und der Glut der Gemeinheit und dem tanzenden Leuchten des Brandes genährt wurde. Jetzt ist etwas geschehen, das werde ich noch an meinem 400. Geburtstag wissen. Hör zu, Jingele, was dir dein alter Onkel, der sich auskennt und schon in den Hudson River gespuckt hat, erzählt. Der eine von den Vogelfängern hat plötzlich beide Käfige ergriffen und einen Jauchzer ausgestoßen und dann ist er schnurstracks auf das zermärscherte Tor zugegangen und hinein in den brennenden Kuppelsaal. Alle sind still geworden. Niemand hat ihn zurückgehalten. Absolut niemand, Jengele. Er ist mit sich und den Tauben ins Feuer marschiert wie ein Roboter, wie in Trance.
Besoffen muss er gewesen sein von der Grausamkeit gegen andere und sich selbst. In das Herz des Feuers ist er marschiert. Und gerade als ich dachte, jetzt brennen schon die Flügel der Vögel und ihn röstet es auch schon bei lebendigem Leib, ist ein Teil des Kuppelgewölbes eingestürzt. Des Gewölbes, zu dem Tag für Tag das Flehen und die Danksagungen der Juden gestiegen sind. Und das Mauerwerk hat ihn erschlagen und begraben. Ich schwör's dir, noch immer sind alle stumm dagestanden, die Verbrecher und die Schaulustigen, und nur das Ächzen des sterbenden Tempels war zu hören, der auf Rauch gebaut schien. Erst als der furchtbar geprüfte Schames sich vom Boden aufrappelte und halb um den Verstand gebracht die Namen seiner geliebten Täubchen rief, Namen wie Rivke, Rachel und Zibora, wagte man wieder ein Wort. Aber den Höllenhunden war die Freude entwischt und sie begannen hastig aufzubrechen. Auch die Schaulustigen strebten nach Hause und nur ich und 3, 4 andere und der taumelige, beinahe tränenblinde Schames blieben weiter am Ort und starrten in das in allen Schwarz- und Rotschattierungen lodernde Unglück. Am nächsten Tag bin auch ich als letzter der Familie mit mehr Masel als Verstand aus diesem Unland geflohen. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, kein Jude sein zu wollen. Es war mir im Unterschied zu deinem Vater unmöglich, den Sohn Abrahams in mir zu verraten. Noch dazu, wo doch gerade alle Welt entschlossen schien, diesen Sohn schmählich im Stich zu lassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Es ist noch nicht aus. Falls ihr mir, ich weiß nicht, ein Brennnessel überreichen wolltet, wir haben noch die Diskussion vorher. Ach so, gern. Ich habe gedacht, Sie kommen, Sie haben gedacht, es ist aus. Bei euch müssen die Frauen die Tische tragen. Ja, Gender Mainstreaming, oder? Das war nicht das Ende vom Buch, aber es geht dann noch weiter. Peter. Willst du was trinken? Ja, ich möchte ein bisschen was trinken. Ist das ohne Luft? Still. Es ist vorbei, Mann. Kommt nichts mehr aus dem Buch. Fangen wir mit dieser merkwürdigen Figur des Vaters an. Es ist nicht vorbei, Mann. Wann? Wann kippt er in diesen fanatischen Katholizismus? Schon während des Austrofaschismus, also während Hitler bereits Reichskanzler ist in Deutschland, oder erst nach dem Krieg? Also im Buch auf jeden Fall nach dem Krieg. Mhm. Und ich glaube, dass es auch wirklich erschreckend war für viele, die sich entschieden haben, ganz bewusst nicht Juden zu sein, ne? In ihrer Fantasie. Dass dann etwas kommt, was sagt, es ist aufgehoben, deine Entscheidung. Und ich glaube, dass dieser Vater zu einem bestimmten Zeitpunkt im 38er Jahr kein inneres Zugehörigkeitsgefühl mehr zum Judentum hatte oder sich nicht erlaubt hat. Und dass er auch gedacht hat, dass der Einmarsch der Nazis, gegen den er radikal war, der Vater
in diesem Buch und auch mein wirklicher Vater war auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein wirklicher Gegner der Nazis, aber er war ein Austrofaschist. Und er hat sich verbündet, wie so viele Austrofaschisten, mit dem Mussolini in der Hoffnung, der wird Österreich beschützen. Und die Industriellen haben große Spenden gegeben dem Mussolini. Es gab eine faschistische, italienisch-faschistische Bewegung in Wien, von der ich Briefe habe, die, glaube ich, überhaupt nicht erforscht ist und ein unglaublich interessantes Thema. Die haben in Wien italienisch miteinander verkehrt und sich italienische Briefe geschrieben mit Adresse im ersten Bezirk. Wenn du mal zu mir kommst, erinnere mich dran, zeige ich dir solche Briefe. Und dann kommt die Rom-Berlin-Achse und der Mussolini lässt Österreich fallen. Und sowohl der Mann in diesem Buch wie auch mein Vater, es gibt einen Onkel von mir, der seine Memoiren geschrieben hat und in diesen Memoiren erzählt hat, dass mein Vater, wie er verhaftet wurde, sich die Orden angesteckt hat aus dem Ersten Weltkrieg. Also, und dann war er einer dieser Straßenwaschenden, die Schuschnick-Parolen wegputzen mussten. Aber meine Mutter hat mir erzählt, dass der Vater am Tag vor dem Einmarsch, glaube ich, noch gesagt hat, es wird nicht so heiß gegessen werden wie gekocht. Das haben sehr viele angenommen. Ja. Und es gab natürlich überhaupt kein Zugehörigkeitsgefühl und auch kein Verantwortungsgefühl für die Juden im zweiten Bezirk bei diesen Leuten. Ne? Ich gedacht, das ist was anderes, das sind nicht wir. Die Verbindung zu Otto Habsburg, also er war Austrofaschist mit einer starken Sympathie für den italienischen, für den Mussolini-Faschismus. Wie weit war er auch Monarchist? Oder es gab diese Freundschaft von Beziehung erst in Paris dann? Nein, es gab diese Freundschaft zum Josef Roth. Also wir switchen jetzt hin und her. Der Vater in dem Buch ist nicht genau mein Vater. Das ist so, er ist es nicht genau. Es ist doch, wir reden jetzt über den wirklichen Vater. Der wirkliche Vater, da wäre es ja schön, da könnte man ja beinahe die Mutter heraufholen und sie könnte das aus erstem Mund erzählen, aber ich erspare dir. Der wirkliche Vater war mit dem Josef Roth befreundet. Und die haben miteinander Pläne gehabt, verrückter Natur, nämlich wie man unter Umständen eine Armee, eine Privatarmee schaffen kann, die Habsburger zurück an die Macht putscht. Und es gibt eine Beschreibung von einem Treffen in einem Kaffeehaus oder in einem Wirtshaus in Paris, wo sich ein paar Leute, darunter mein Vater und der Josef Roth, umziehen gehen aufs Klo und ihre Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg anziehen und dann kommt der Otto von Habsburg und nimmt diese Parade ab. Ja? Und das ist ja auch die berühmte Geschichte, wie die Freunde von Josef Roth den Otto von Habsburg gebeten haben, dass er dem Josef Roth sagen soll, geben Sie mir Ihr Offizier, mir als dem Eventualkaiser, geben Sie mir Ihr Offiziersehrenwort, dass Sie zu trinken aufhören. Und das hat er gegeben und nicht eingehalten. Aber das schien denen, die den Roth geliebt haben, irgendwie als der letzte Ausweg, wie er es vielleicht doch noch daheben könnte. Also, ich kenne die Geschichte und habe den Otto Habsburg auch danach gefragt. Er habe zu Josef Roth gesagt, Roth, ich befehle Ihnen als Ihr Kaiser, hören Sie mit dem Saufen auf. Okay, das ist noch schärfer. Daraufhin habe Roth dieses versprochen, einige Zeit auch eingehalten, aber es war auch längst zu spät und er ist dann auch sehr bald darauf gestorben. Das alles ist im Frühjahr 1938. Mhm. Und ich habe den Otto Habsburg danach gefragt, ob das so stimmt. Roth, ich befehle Ihnen als Ihr Kaiser, hören Sie zum Saufen auf. Und er hat zunächst angenommen, dass das eine Falle sein könnte, hat ein bisschen herumgeredet. Und ich habe ihm daraufhin gesagt, ich finde diese Geschichte fantastisch. Ich finde sie unglaublich eindrucksvoll und berührend. Und dann hat er mir gesagt, ja, es war so. Es war so, er hat ihm als Kaiser befohlen, aber... Ich habe Briefe von Josef Roth an den Vater. Ich glaube, ich habe sie dir auch schon mal gezeigt. Da unterschreibt der Josef Roth immer mit deinem Großvater. Wenn du mich jetzt auch noch im Stich lässt, was soll aus mir werden? Dein Großvater. Also es muss eine ganz merkwürdige Bindung gegeben haben zwischen den beiden, von der ich nichts Genaueres weiß, weil ich nie Gelegenheit gehabt habe,
als halbwegs bei Verstand seiendes Wesen mit meinem Vater ein Gespräch zu führen, weil ich mich immer nur gefürchtet habe und nicht auskunftsheischend berechtigt war. Das scheint auch einiges Familiengeld gekostet zu haben. Ja, wobei ja unklar ist, wo das Geld hingekommen ist. In den Mussolini und in den Otto von Habsburg und in andere wahrscheinlich auch. Eine Geschichte, die ich noch kenne, ist, wie der Stefan Zweig, der auch was für die Gesundheit von Josef Roth tun will, ich glaube, meinen Vater und den Josef Roth einlädt und sagt, gehen wir doch schwimmen irgendwo ans Meer. Und der Josef Roth den legendären Satz sagt, wenn Gott hätte wollen, dass ich schwimme, hätte er mir eine Forelle gemacht. Also, das alles kurz vor dem absoluten Untergang. Und dann war der Vater in Paris, ist französischer Staatsbürger geworden durch Fürsprache einflussreicher Freunde, hat das Gefühl gehabt, er ist jetzt endlich den Nazis entkommen und dann marschieren die über die Champs-Élysées. Mhm. Und da ist er, sagst du, zu einer Wahrsagerin gegangen und die hat ihm gesagt, er wird mit dem Leben davonkommen, er soll versuchen zu fliehen und er wird noch ein Kind nach dem Krieg kriegen. Und da ist er dann mit irgendeiner kleinen Maschine von Paris nach London und so hat er überlebt. Kommen wir noch einmal auf den März 38 zurück. Hat er je über diese Reibpartie gesprochen, das, was ihm da widerfahren ist? In unserer Familie wurde zu meinen Lebzeiten über sowas überhaupt nicht geredet. Über das Judentum? Nein, gar nichts. Der Augenblick meiner Erweckung, wo ich das erste Mal wirklich begriffen habe, da ist irgendwas vielleicht anders als bei anderen, war, wie mein Vater schon lange tot war. Und meine wunderbare Mutter, die die Ambition hatte, dass aus mir irgendwas wird, weil ich war ein wirklich schwieriges, renitentes Kind. Und sie hat sich gedacht, der muss wenigstens die Matura machen. Und hat ja immer zu mir diesen Satz gesagt, ohne Matura kannst du nicht einmal bei der Polizei was werden. Und ich... Was ja gestimmt hätte, ja. Wenn du es versucht hättest. Ich finde das rührend von ihr, dass sie gesagt hat, ich muss das irgendwie durchsetzen, dass der maturiert. Und dann gab es, nachdem ich schon aus der Fichtnergasse wieder rausgeflogen war, nach Kalksburg, wo ich weg war und sehr, sehr böse ausgeschaut hat, gab es eben dieses Bad Aussee, eine Schule, wo man zahlen konnte dafür, dass man durchkommt. Und meine Mutter, die ganz wenig Geld verdient hat damals, denn nach dem Tod des Vaters hat sie arbeiten gehen müssen und war Geschäftsführerin bei einem Haute Couture-Salon bei der Gertrud Höxmann, die hat sich's geleistet, dieses Kind in diese Durchkommenschule zu schicken. Was sie nicht wusste und was wir alle nicht wussten, ist, dass das eine Enklave einer vergangenen Zeit war. Der Direktor dieser Schule war der Obersturmbahnführer Höttl und der Obersturmbahnführer Höttl war die rechte Hand von Kaltenbrunner. Und das war nun wirklich hochgradigstes Nazitum. Und wie es in Österreich so ist, hat man gesagt, die Amerikaner haben sie mit dem Höttl arrangiert nach dem Krieg, der hat Kameraden verraten, das ist sympathisch, für den müssen wir was machen. Und hat vorgegeben, im Kalten Krieg auf amerikanischer Seite eine Rolle zu spielen. Ist immer nur mit Orden ausgestattet worden, nie mit einem Prozess oder so. Und dann haben die gesagt, was kann man tun, wo der am wenigsten Schaden anrichten kann, lasst sie mal Schule machen. Und in diese Schule kam ich. Und Bad Aussee war damals überhaupt so eine Enklave von sehr braunen Vorstellungen. Und es gab da zum Beispiel, in Wien war ich damals schon im Havelka, nicht? Und ich habe damals schon irgendwie Doderer und Weigel und Canetti und Hilde Spiel erlebt gehabt im Havelka. Jetzt kam ich dorthin, da gab es auch einen Literaturstammtisch. Dem saß der Bruno Brehm vor. Ja? Einer der wichtigsten Nazi-Autor. Also es war dort alles am Leben. Und dort gab es den ersten Schultag und da hat mich der Herr Höttl ins Klassenzimmer geführt und hat gesagt, setzt es ein neuer Schüler, der Heller setzt sich nicht neben den, in seinen Adern fließt böses Blut. Und das war mein Politisierungsaugenblick in meinem Leben. Ich habe gedacht, aha, ich muss nachdenken, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich hin will. Und ein paar Wochen später war der Tag der deutschen Burschenschafter in Bad Aussee. Da sind so, als ob es die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich nicht geben würde,
Menschen in dieser Wix genannten Montur marschiert. Und die sind zum Kriegerdenkmal und haben dort gesungen, die Gaskammern waren zu klein, wir bauen größere später, da kommt ihr alle hinein. Und ich habe was vollkommen Verrücktes gemacht. Ich bin zur Eisenbahn und bin nach Graz gefahren und bin ins Büro vom Landeshauptmann. Und bin natürlich nicht zum Landeshauptmann vorgedrungen, sondern zu irgendeiner Sekretärin. Und die hat gesagt, Bursche, was willst du? Und ich habe gesagt, die singen dort, die Gaskammern waren zu klein, baut es größere. Und die hat gesagt, fahrt's aus, gib eine Ruhe. Ich werde es dem Herrn Landeshauptmann sagen. Und wie ich zurück war in Bad Aussee, hatte das Büro des Landeshauptmanns schon in der Schule angerufen und hat gesagt, da war einer von euren Schülern und hat sich beschwert. Also das ist so der Augenblick in meinem Leben, wo ein paar Vorhänge weggezogen wurden und wo ich begonnen habe, mich mit der Welt näher bekannt zu machen, die Österreich heißt. Mhm. Wobei man korrekterweise zum Abschluss dieser Schulkarriere sagen muss, wenn die Mama zu ihrem Sohn sagt, wenn du Matura machst, hast du Chancen bei der Polizei, dann war das vielleicht pädagogisch auch nicht gerade der glücklichste Ansatz. Nein, aber ich war nicht zum da Reiten. Also ich sehe das schon so, dass meine Mutter, nicht weil sie da sitzt, sondern dass die von einer unendlichen Tapferkeit war. Du musst dir vorstellen, also ich erzähle das nur noch, weil du das schon einmal im Fernsehen erzählt hast. Ich bin dann einfach, habe aufgehört, in die Schule zu gehen und wollte mich selber ausbilden. Und bin dann einfach eine Woche lang spazieren gegangen und habe mir vorgenommen als Programm die Figuren auf den Häusern oben, ja? Oder Hauseingänge. Oder ich habe gesagt, jetzt 3 Tage lang Kunsthistorisches. Oder 2 Tage lang Zentralfriedhof. Oder 5 Tage lang nur Gassennamen und dann im Gröner nachschauen. Das ist so ein Buch, wo drinnen steht, was die Namen für eine Bedeutung haben. Was heißt das? Tegedorfgasse oder was auch immer. Ja? Und zwischendurch bin ich zu Hause gelegen, habe mich geweigert, Disziplin zu haben und habe gelesen. Und wenn sie mich gefragt hat, auf was wartest du, warum machst du nichts, habe ich gesagt, ich warte darauf, dass ich berühmt werde. Das war, dass da eine Mutter, wenn sie die Zukunft nicht in der Kristallkugel sieht, sagt, vielleicht ist das alles am Schluss, ich weiß nicht, Stein, was da herauskommt, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe retrospektiv großes zurück. Verständnis. 38 bedeutet unter anderem die Zerstörung des jüdischen Großbürgertums in Österreich, auch der Familie Heller. Aus dem Text geht hervor, und das ist nicht in den Details, aber klimatisch und atmosphärisch sicherlich dem autobiografischen zuzuordnen, dass diese Familie ab 45 dann in einer gewissen Weise versucht, so zu tun, als wäre nichts gewesen und diese großbürgerliche Existenz weiterzuführen und in einer gewissen Weise mit Chauffeur und Köchin und allem, was dazu gehört, 19. Jahrhundert spielt. Nicht 19. Jahrhundert, sondern sie hat ein bisschen die Möglichkeiten genützt, die da waren. Du musst dir vorstellen, das waren Süßwarenfabrikanten. Schokolade war unmittelbar nach dem Krieg eine Währung. Ja? Das war so, wie wenn wir Nylonstrümpfe oder Zigaretten erzeugt hätten. Also das war natürlich eine Gnade. Und ich habe oft Gespräche gehabt mit meiner Familie, wieso die so wenig daraus gemacht haben. Weil mein Ideal retrospektiv wäre natürlich gewesen, dass man aus der Schokolade Picassos, Matisse und Giacomettis gemacht hätte. Ja? Dass man eine grandiose Kunstsammlung angelegt hätte. Aber da hat keiner Lust gehabt in unserer Familie. Hat sich je geklärt, wo das Geld eigentlich hingekommen ist? Wir rätseln oft heute. Wir haben noch bittere Nachmittage, wo wir uns gegenseitig anschauen und nicht genau wissen, wo das geblieben ist. Aber ich muss sagen, mein Vater war nicht einer von denen, die Restitutionsgeschichten hingenommen haben, so wie sie waren. Ich habe einen Brief gefunden, wo der Julius Raab ihm antwortet. Hat mir der Fritz einmal gegeben, weiß nicht, ob du den Brief kennst. Der Julius Raab antwortet und sagt, Bezug nehmend auf Ihre Beschwerde, dass das nicht in Ordnung ist, wie wir gehandelt haben, teile ich Ihnen mit, die Sache ist abgeschlossen. Also die Firma Heller ist ja arisiert worden von einem Jagdfreund vom Göring. Vater und Mutter haben sich scheiden lassen, weil Vater gedacht hat,
vielleicht kriegt die Mutter die Firma. Aber da ist irgendeiner aus dem Deutschen Reich offenbar gekommen und hat zugeschlagen. Und ich habe keine Ahnung, wie hoch die Wiedergutmachung war oder so. Das ist alles nicht genau untersucht. Ich weiß nur, dass mein Vater damit nicht einverstanden war. Mhm. Dass man gesagt hat, Ruhe, sei froh, dass du überhaupt was bekommen hast, wie man es ja so vielen gesagt hat. Mhm. Dein Geld als Erbteil ist in ein Filmprojekt gegangen. Ja, also ich habe dann gezwungen, die Familie mich mit 20 auszuzahlen. Also die Firma war weg, wir haben noch die Gebäude gehabt. Mhm. Und die waren schon ein bisschen was wert. Und ich habe dann mal bekommen 700.000 oder 800.000 Schilling. Und die habe ich gesteckt in einen Film, um die Erika Plucher besser kennenzulernen. Und der Film ist nie im Kino gezeigt worden. Und er heißt Moos auf den Steinen. Und ist... ja, eine teure Morgengabe an meine künftige Frau gewesen. Wenn es nicht, ja, ich kann sagen, ich habe wirklich bezahlt dafür, dass ich die Erika kennenlerne. Du hast das nicht bereut? Ich habe das nie bereut, es war eine gute Investition. Und es hat mich zu einem armen Mann gemacht, was geheißen hat, ich muss mich um mich selber kümmern. Und das hat mir sehr gut getan. Durch den Umstand, dass ich, es gibt immer so Gerüchte, die werde ich nie loswerden, dass ich reich bin und dass ich ein Vermögen geerbt habe und so, ist nicht wahr. Ich habe dieses Filmgeld geerbt und das war dann weg, 1968. Und dann habe ich ganz normal arbeiten müssen und das war ein Glück für mich, weil ich habe was ausprobieren müssen, ich habe mich mit der Welt einlassen müssen, ich habe nicht Erben spielen können und konnte dieses ranzige Kind, das bis zu einem gewissen Grad in mir angelegt war, nicht ausleben. Ich habe dann im Ateliertheater am Naschmarkt begonnen, da habe ich 500 Schilling im Monat verdient. Und dann, das war damals auch nicht sehr viel, und dann kam ich zum Radio und so weiter und so fort. Entschuldigung. Bitte um Entschuldigung. Normalerweise ist es dreimal, aber wir werden sehen. Also, wir sind in den Schau, späten 60ern. Schau, so langst man nicht ins Gesicht und bloß, bin ich da ja sehr dankbar. Nein, ich habe mich so gedreht, wo das Mikrofon ist, damit es besser hört. Es war Elmeier-mäßig vollkommen korrekt, ja. Was du gemacht hast. Apropos Elmeier, Entschuldigung. Erziehung, bitte. Nein, es freut mich, ich kann ja nicht nur so Geschichten, so traurige aus der Familie erzählen. Lauter? Hört sehr Ton lauter? War. Soll ich alles noch einmal erzählen? Ja? Hab ich laut genug genießt? Genossen. Gut. Also, Genossen und Genossinnen. Zuerst starb der Papst, so hat es begonnen. Ist es jetzt lauter? Warum beschwert ihr euch so spät? Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine sadomasochistische Veranstaltung? Hörst du mich jetzt, Mutter? Ja? Ich kann dich sehr gut verstehen. Gut. Gut. Ich wollte dazu, wegen den Niesen und Elmeier. Ich war verlobt. Ich war nur ein einziges Mal in meinem Leben verlobt. Mit der Tochter des brasilianischen Botschafters 1966. Und der Vater von ihr war unglaublich etepetete. Und etepetete. Und der war Botschafter in Israel und da war gerade der Krieg und die Tochter wurde vorausgeschickt und war schon in Wien. Und wir haben alle, die ganze Havel-Kapatie, die kein Geld hatte, hat plötzlich in der brasilianischen Botschaft gelebt und getafelt und getrunken. Und dort gab es noch einen dunkelhäutigen Diener, der uns am Abend Bossa Nova vorgestellt hat. Und der junge Nietzsche und der Attersee und alle die haben plötzlich am Biartisch dort mit Dienern, die uns bedient haben, gelebt. Und dann hat sie gesagt, jetzt kommt der Vater übermorgen. Und ich habe unglaubliche Angst, ihr müsst sofort andere Manieren haben, sonst ist das beendet. Und dann hat sie gesagt, am Freitag, am Abend, will er dich zu den drei Husaren einladen.
Und ich habe gesagt, worüber redet der gern? Die Mutter, hat sie gesagt, redet gern über Teilhard de Chardin. Und der Vater, dem kommt es wirklich darauf an, wie isst man, wie hält man die Gabel. Der macht, wenn er Personal engagiert, so Probeessen. Und wenn einer nicht anständig die Gabel hält, dann hat der keine Chance. Also gut, ich habe zu üben begonnen. Ich habe mir von meinem Freund Murli Glatz einen doppelreigen Anzug ausgeborgt, der mir viel zu groß war. Ich hatte nicht so etwas Elegantes für die drei Husaren. Habe mir das mit einem Schnürl um den Leib gebunden. Habe Teilhard de Chardin zu lesen begonnen. Und ging hinein in die drei Husaren. Und dort saß die sehr schöne Mutter dieser hübschen Tochter mit dem sehr aufrecht sitzenden, hocheleganten Herrn Botschafter. Und ich gehe auf den Tisch zu, strecke meine Hand aus, will der Mutter die Hand küssen, wohlweislich sie nicht abschlecken, sondern nur in die Nähe kommen. Und in dem Augenblick, wo ich ihre Hand halte, sehe ich, ich halte ihre Hand über der brennenden Kerze am Tisch. Das war der Eröffnungszug. Dann hat die Mutter gesagt, so, Sie sind ein Künstler. Und dann habe ich gesagt, na, eigentlich interessiere ich mich hauptsächlich für Teilhard de Chardin. Und dann hat die Mutter gesagt, ach, das trifft sich gut. Und dann haben wir geredet. Und dann kam ein ganz amüsanter Abend zustande, bei dem ich etwas Aquaplaning im Zwickel hatte, vor Angst, etwas falsch zu machen. Und am Ende des Abends sagt der Vater Zeugen, holt den Kellner. Und ich sage, nein, 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 nein. Und der Vater sagt, ich habe eingeladen, ich zahle. Und ich sage, aber bitte darf ich? Und der Vater sagt, nein, ich. Und ich, Idiot, sage noch einmal, ich. Und der Vater sagt, ja, wenn Sie unbedingt drauf bestehen. Und ich hatte nicht einmal einen Bruchteil von dem, was das kostet. Jetzt hat mir der Kellner im Frack die Rechnung gegeben. Ich habe gesagt, haben Sie einen Kugelschreiber? Der hat mir den Kugelschreiber gegeben. Und ich habe draufgeschrieben auf die Rückseite der Rechnung. Bitte, verehrter Herr Oberkellner, mein Name ist André Heller. Ich bin ein junger Mann, der hier mit seinen künftigen Schwiegereltern sitzt. Ich habe kein Geld, um das zu bezahlen. Ich schwöre Ihnen, dass ich morgen vorbeikomme und das bezahlen werde. Bitte blamieren Sie mich nicht. Vielen herzlichen Dank. Habe ihm das zurückgegeben. Der hat den Zettel genommen, hat den gelesen, hat sich nobel verbeugt und ist gegangen. Der Vater hat mich angeschaut und hat gesagt, was haben Sie denn? Sie haben denen gar kein Geld gegeben. Was haben Sie denn gemacht? Habe ich gesagt, oh, ich bin ein Dichter und ich habe ein kleines Gedicht geschrieben und damit ist das erledigt. Aber eingefallen ist mir die Geschichte, weil bei diesem Ete-Petete-Haushalt ich dann ein paar Monate später, und das war das Ende quasi der Beziehung, das ich jetzt schildere, auf Wiedersehen. Und Freunde der brasilianischen Botschaft, da muss man aufpassen. Und da hat er mir die große Ehre gemacht, der Schwiegervater, und hat mich eingeladen mit dem Bundespräsidenten und mit dem Kardinal von Wien und dem amerikanischen Botschafter und noch irgendeinem Tier, weiß ich, dem französischen. Und er saß mit einer Uniform, so wie aus einer Operette, mit so einem Drei- oder Zweispitz und mit so Epauletten, heißt das, glaube ich. Und es wurde zum brasilianischen Staatsfeiertag Brasilianisches serviert. Und eine brasilianische Hauptmahlzeit ist Händel mit Reis mit Rosinen. Und dort wurde also Smalltalk gemacht und ich nehme den ersten Bissen und spüre, ich habe einen kleinen Händelknochen, der mir da hinten im Hals steckt. Und jetzt war die Entscheidung, Liebe oder Leben. Und ich habe mich fürs Leben entschieden und habe das Ganze mit dem Reis und die Rosinen rausblasen quer am Tisch. Und auf jedem Teller vom Bundespräsidenten bis zum Kardinal lag das Herausgeblasene.
Ich bin aufgestanden und gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe. Bin gegangen und habe das Haus nicht mehr betreten. So, das ist mir bei deinem Nisse eingefallen. Bitte tu nichts mehr, wo mir noch Geschichten einfallen. So, zurück in die Seriosität. Ja, wir sind Ende der 60er Jahre. Wenn man sich anschaut, die katholische Erziehung, die du beschreibst und die ja wohl so gewesen ist, ich habe das ja auch selber in einem katholischen Internat erlebt in den 50er Jahren, kann mich erinnern, was mir beim Lesen eingefallen ist, eine Geschichte, da war ich in der ersten oder zweiten Klasse, da haben ein Freund und ich beschlossen, wir geben einander jetzt wechselseitig Watschen, um uns gegen die Watschen des Präfekten abzuhärten. Also haben wir begonnen, einander Watschen zu geben, ist der Präfekt dazu gekommen und hat gefragt, was macht ihr da? Haben wir gesagt, wir geben uns Watschen, damit wir gegen ihre Watschen abgehärtet sind. Daraufhin hat er uns jeden eine Watschen gegeben und ist gegangen. Also das war das Klima, in dem wir damals in den 50er Jahren in katholischen Internaten gelebt haben. Und darum finde ich es nach wie vor einen wirklich ärgerlichen Blödsinn, wenn gerade von jüngeren Leuten behauptet wird, 1968 habe in Wirklichkeit nichts gebracht und nichts verändert. Naja, was ist, woher sollen Sie es denn wissen, wenn Sie es Gott sei Dank nicht erlebt haben? Naja, Sie können es nachlesen. Ja, es, also zum Beispiel eine Geschichte, die steht auch da drinnen, aber sie ist eigentlich noch viel schlimmer als das, was ich vorgelesen habe von dem Gabor Benedek, ist, dass wenn sich Eltern eines Mitschülers scheiden haben lassen, musste der Bub die Schule verlassen. Und er konnte der Klassenbeste sein, er musste weg, weil es nicht würdig war, dass ein Kind geschiedener in der Schule war. Du musst dir vorstellen, was das für das Kind bedeutet hat. Die Scheidung war vielleicht die eine Verstörung und der Rauswurf aus der Schuld der Eltern heraus, weil die nicht mehr miteinander konnten, war die zweite Verstörung. Also es ist unendlich viel an Verletzung passiert. Aber ich, und darüber haben wir schon oft geredet, bin nicht der Ansicht, und ich werde es heute Abend auch wieder sagen, dass man sich sein ganzes Leben auf die Kindheit ausreden kann. Ich bin dafür, dass man sich noch einmal aus eigener Kraft selber auf die Welt bringt und loslässt und sagt, ich übernehme für mich die Verantwortung, wenn es irgendwie geht. Das ist natürlich eine Frage des Bewusstseins. Aber in meinem Leben war das möglich. Und ich wollte keine Schuldigen mehr haben in meinem Leben. Und ich wollte nicht immer herumrennen mit dieser Ausrede, wenn das damals und wenn die Mutter und wenn der Vater und wenn der Bruder und wenn die Onkel nicht so und der Generalpräfekt so. Ich plädiere dafür, dass ich die Verantwortung für alles übernehme in meinem Leben. Und ich habe diesen Satz, den ich immer so gern zitiere, von Peter Altenberg, und wenn du stürzt, so sei es dein eigener Abgrund, in den du fällst, und nicht in den anderer Leute. Und in meinem Leben ist das so, dass ich denen verziehen habe. Und das Vergeben ist eine wunderbare Übung. Erstens einmal waren das bedeutende Lehrer, weil sie mir aufgezeigt haben, wie es nicht geht. In unvergesslicher Weise habe ich gesehen, so will ich nicht werden. Das ist nicht die Art, wie ich mit meinem Kind umgehen will. Ich möchte nicht die Stafette dieser Grausamkeit, dieser Ungenauigkeit weitergeben. Ich möchte eine andere Grundmelodie haben in meinem Leben. Und das ging erst ab dem Tag, wo ich nicht mehr verbittert war über damals. Und erst wenn man das damals nicht mehr so mit sich herumschleppt, ist man im Jetzt angekommen und kann den Augenblick lieben und leben. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich will hier kein Seminar abhalten und ich will keine Lebensregeln geben. Ich kann nur sagen, für mich war das gut. Das stimmt schon, dass die Verbitterung das war jetzt ein Lehrbuchsatz. Was die Verbitterung betrifft, stimmt das bestimmt, aber ich habe den Toderer mitgebracht, ein Mord, den jeder begeht, diesen ersten Satz, du kennst ihn, der heißt da, jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war, aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter. Da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. Und ich meine, dieses Buch ist ein Beweis dafür, dass es stimmt. Das heißt nicht,
dass man die Verantwortung für sich selber an seine Kindheit delegieren kann. Das kann damit selbstverständlich nicht gemeint sein. Aber es ist trotzdem ein Prozess, mit dem man sein ganzes Leben lang beschäftigt ist. Und mit 60 schreibt man dann ein Buch, wo man sich genau damit befasst. Weil ich auch entrümpeln muss. Ja? Ich muss Depots leer machen in mir und ich muss Platz für Neues schaffen. Und der Grund, warum ich das so spät geschrieben habe, den kann ich da sagen. Erstens einmal, weil ich eine unglaubliche Ehrfurcht vorm Schreiben habe. Ich bin auf so vielen Gebieten in meinem Leben unterwegs gewesen, wo ich eine relativ geringe bis gar keine Konkurrenz hatte. Es gibt im Feuertheater und im Varieté und im Anlegen von Labyrinthen oder Prozessionen in Indien, da gibt es nicht den Peter Zadek oder den Bergmann oder den Woody Allen von diesem Genre. Da habe ich also, ich habe das nicht aus Schlauheit gemacht, sondern mein Talent war zufällig so neugierig, dass mich immer dorthin getragen hat. Aber das Schreiben, das ich immer zutiefst geliebt habe, hat mir immer zugeflüstert, pass auf, wenn du den Todesmut hast, in eine Buchhandlung dein Buch zu legen, dort, wo schon der James Joyce und der Proust und der Rimbaud und die anderen Götter liegen, da musst du entweder größenwahnsinnig sein oder du brauchst eine gute Begründung, warum du das tust. Und sehr spät ist mir eingefallen, dass ich eine Begründung habe, nämlich, dass ich in diesem vorher geschilderten Restposten von halbjüdischem Großbürgertum ein paar Dinge erlebt habe, die sonst gar nicht mehr vorhanden waren in den 50er oder 60er Jahren, weil ja der Hitler das ziemlich erfolgreich ausgerottet und vertrieben hat. Und das fehlt uns ja in Österreich bitter in allen Etagen, weil das Großbürgertum hat ja einige Dinge ständig bewirkt. Zum Beispiel, dass es gute Zeitungen gibt, zum Beispiel, dass es Leser gab, die die einfordern. Das waren die Kunstsammler, das waren die Gründer von Privatmuseen und. Und die österreichische Literatur spielt sich eigentlich nach dem Doderer ab im Arbeitermilieu oder in einem Kleinbürgertum oder in einem Salzburger Großbürgertum. Aber dieses Wienerische, was ich da noch mitgekriegt habe mit einigen Rittmeistern, die noch Bridge-Lehrer werden mussten, um überleben zu können und mit merkwürdigen, aussterbenden Dinosaurierfiguren, das hat mir irgendwie die Legitimation gegeben, das aufzuschreiben. Und ich habe es spät aufgeschrieben, was gut ist, weil ich da nicht mehr so wehleidig war. Das verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz meine ich, ist es kein Zufall, wiewohl die Begründung, die du jetzt gegeben hast, da durchaus plausibel ist, dass du dich mit der Kindheit befasst. Weil wenn deine eigene Geschichte beginnt, ungefähr in der Zeit, wo du dem brasilianischen Botschafter auf den Tisch beibst, da gibt es ja dann eine solche Unsumme und Vielzahl von Geschichten, die zu erzählen sind in diesen 40 Jahren danach. Ich meine, es ist aber trotzdem kein Zufall, dass es die Kindheit ist und dass es vielleicht auch deswegen ein so außergewöhnlich gelungenes Buch geworden ist. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe gespürt, jetzt ist es dran. Und dann habe ich es getan und jetzt bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich muss natürlich Rücksicht nehmen auch auf meine Familie. Man kann nicht so schlampert umgehen mit dem. Mein Bruder zum Beispiel hat eine ganz andere Erinnerung an meinen Vater, weil er 12, 13 Jahre älter war als ich. Und der war noch mit ihm im Kino und die sind eingehängt spazieren gegangen und konnten miteinander reden. Ich habe immer nur diesen merkwürdigen, einschüchternden, häufig unter merkwürdigen Substanzen stehenden Herrn erlebt. Das war ganz was anderes. Und zwischen meinem Bruder und mir gab es sehr ernste Gespräche, ob es erlaubt ist, einen Vater so darzustellen, wenn es einen zweiten Lebenden gibt, der ihn größtenteils anders erlebt hat. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, den doch mehr in die Fantasie zu verbannen, als ich ursprünglich vorhatte. Wie hat der Bruder darauf reagiert? Es ist eine große Versöhnung zwischen mir und meinem Bruder geschehen durch das Buch. Er hat gemerkt, dass mir das ernst ist, er hat es gelesen und er hat gesagt, er ist erstaunt über Dinge, die ich erinnere. Und es ist eigentlich hat uns das näher gebracht. Wir waren sehr voneinander entfernt, über viele Jahrzehnte. Er hat es gütig aufgenommen, wenn ich das so sagen darf. Gütig aufgenommen. Themenwechsel. Ja. Sozialdemokratie, gütig aufgenommen. Im Falter dieser Woche
ist dieser Abschiedsbrief an die Sozialdemokratie drinnen, wobei du den viel zitierten Kreisgesatz verwendest, ein Stück des Weges gemeinsam gehen, wobei ich mich erinnern kann, dass ich Mitte der 80er Jahre während dieser SPÖ-FPÖ-Regierung Sinowatz-Steger, wobei man korrekterweise daran erinnern muss, dass das eine völlig andere FPÖ war, als sie heute ist. Damals habe ich einen Beitrag geschrieben am Ende des gemeinsamen Weges, weil da gab es schon, was die Sozialdemokratie damals sehr aufgeregt hat, da gab es schon dieses Abspringen. Ein Teil, eine Minderheit ist dann zu den Grünen und zum Liberalen Forum abgesprungen. In der Klimazeit sind welche abgesprungen. Jetzt wieder. Die Sozialdemokratie ist aber entsprechend kleiner geworden, wie wir wissen. Auf der anderen Seite sind das aber zum Teil auch wiederum Abschiede auf Zeit, die widerrufbar sind, weil die Sozialdemokratie ja auch ihren Kurs zuweilen sehr ändert. Also ich sehe da auch in diesem Text, ich sehe da nichts Endgültiges, sondern eine momentane Zustandsbeschreibung. Schau, ich bin hier nicht hergekommen und schon gar nicht in die Arbeiterkammer. Das ist jetzt, uns aber in dem Fall wurscht. Nein, es ist mir nicht wurscht, weil ich habe einen Respekt vor den Überzeugungen von Menschen. Und es gibt ganz unterschiedliche Biografien. Und wenn man authentisch sein will, dann muss jeder für sich entscheiden, ganz allein, was ist mir in einer bestimmten Situation noch zumutbar? Was bin ich gewillt, wenn ich solidarisch sein will mit dem, was ich denke, was ich mir an Haltungen wünsche und verwirklichen will im Leben? Was kann ich mir noch zumuten, was ich mittrage? Und da kann ich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen wie du oder jeder andere in diesem Saal. Das hat auch damit zu tun, wie überdehnt ist das Gummibandel schon? Was hat man an Kompromissen schon mitgetragen? Ja? Ich habe für mich entschieden, und ich hätte das nicht anders können, sonst wäre ich mit mir zerstritten worden, dass ich eine bestimmte Art von euphorischer Koalition mit der Kronenzeitung nicht begleiten möchte. Aus. Das mache ich nicht. Denn das steht ja für was. Und das ist auch jetzt ein Unterschied, ob man eine, wie ich es genannt habe in einem Interview mit der Zeit, eine Dummheit begeht, die ein aus Panik entstandener Selbstverrat ist, ja? Wie das mein Freund Gusenbauer gemacht hat, wie er den Kronenzeitungsbrief mit unterzeichnet hat und der dafür sofort die Strafe seines Lebens auch erhalten hat für diese Dummheit. Oder ob ich sage, ich bin mit jemand befreundet. Das steht dem natürlich frei, befreundet zu sein, mit wem er will, dem Herrn Faymann. Nur es hat eine Bedeutung, wenn es eine Figur ist wie der Hans Dichand, der für ein bestimmtes, unerbittliches Wertesystem steht, das diametral anders ist als meines. Und das kann ich vor mir nicht bagatellisieren. Ja? Wenn du gerne Taten und Gedanken haben möchtest, die was mit Behutsamkeit, mit Ermutigung, mit einem Mitgefühl, mit Klugheit, mit Noblesse, mit, wenn ich dieses Wort, das du, wenn ich es ausspreche, glaube ich, nicht immer so gern hast, auch eine Eleganz des Handelns gern habe, dann kann ich nicht menschenverachtende und menschenbeschädigende Taten akzeptieren oder auf ihnen surfen oder mich mit ihnen, weil es mir einen geringfügigen Vorteil unter Umständen bringt, verbünden. Und das bin aber ich, das bin ich mit mir, der das für sich entschieden hat. Und ich bin in der privilegierten Situation, dass ich 61 Jahre alt bin, mir das leisten kann, ich bin unabhängig, ich brauche hier kein Theaterposten, ich brauche keine Subventionen, ich bin nicht beruflich in irgendeiner Weise abhängig von der Gnade dieser Menschen. Was die Kronenzeitung über mich schreibt, ist vollkommen irrelevant für mein Leben, die hat keine Macht über mich, weil ich ihr keine gebe. Und ich habe es auch nie verstanden im Übrigen, wieso ein so erfolgreicher
und so reicher Mensch, vor dem eh drei Viertel der oder die halbe Republik sich flach auf den Boden schmeißt, wie der Herr Dichand so rachsüchtig ist. Ja? Das hat mich immer vollkommen beeindruckt, wieso der immer alle vernichten will, die in irgendeiner Weise nicht seiner Meinung sind. Ich gestehe jedem zu, dass er nicht meiner Meinung ist. Also das noch am Rande gesagt. Ich habe für mich entschieden, das kann ich und will ich nicht mittragen. Es kann jeder Mensch sich verändern. Es kann sein, dass die SPÖ plötzlich erkennt, strahlenden Auges, welches Friedensprojekt die EU ist und solche Dinge. Mir passen auch diese Aktionen 5 Sekunden vor Wahlurneneröffnung, geschwind noch Versuch, Wählergruppen sich zu kaufen durch rasche Parlamentsbeschlüsse. Das finde ich alles keine seriöse Politik. Und ich mache dafür nicht Reklam, dass irgendwer so denken soll wie ich. Ich möchte nur nicht so tun, als würde ich so nicht denken. Ich widerspreche dir in nichts. Ich weise nur auf eines hin, und das scheint mir jetzt schon auch wieder wichtig zu sein. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass rechtsradikale, antidemokratische Bewegungen auf demokratischem Wege zur Macht kommen können. Daher ist es ein kompletter Unsinn zu sagen, wer ins Parlament gewählt worden ist, ist auf jeden Fall legitimiert und bündniswürdig. Und das ist ein gefährlicher Irrtum. Ja, und genau das, genau das hat Faymann abgelehnt und das spricht für ihn. Ja, ich weiß, dass der Herr Faymann einige Eigenschaften hat, die ich schwer in Ordnung finde, und ein paar andere, die ich nicht in Ordnung finde. Und auf meiner Waage bin ich zu dem Entschluss gekommen. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn der ein finsterer Bösewicht in allen Fasern seines Denkens wäre oder sowas. Das sehe ich gar nicht. Aber für mich ist das jetzt das Ende von einem gemeinsamen Stück Weg, in dem ich viel mitgemacht habe. Ich habe übrigens zwischendurch auch mal andere gewählt, so ist es nicht. Ich habe einmal Grün gewählt und ich habe einmal Liberales Forum schon gewählt, wie die Gefahr war, dass die das erste Mal rausfliegen aus dem Parlament, wo sie dann rausgeflogen sind, weil ich wollte, dass es eine Partei mehr drinnen gibt, die eine bestimmte Qualität versucht, am Leben zu erhalten in dem Land. Haider und Strache haben zusammen 28% sind zusammen fast die stärkste Partei in Österreich, können es in absehbarer Zeit werden. Ich habe das Wort vom Auswandern immer frivol gefunden und keine Lösung, aber es kann natürlich irgendwann die Situation kommen, wo es tatsächlich für Menschen vernünftig ist, auszuwandern. Die Frage ist nur, wie wir darauf jetzt reagieren können. Also ich bin ja nicht der Ansicht, dass jetzt alle, die ins rechte Lager gewechselt sind, Nazis sind. Nein. Ich bin der Ansicht, dass das so eine Drittel-Drittel-Drittel-Geschichte ist. Ich glaube, ein Drittel sind Menschen, die beinahe verliebt sind in eine gewisse Menschenverachtung. Ein Drittel sind so junge Disco-Typen, die das irgendwie schick finden auf ihrem Niveau, was der Herr Strache oder so repräsentiert. Und ein Drittel sind reine Protestwähler, die nicht genügend nachdenken, wie schlecht es ist, wenn man seinen Protest dort abgibt. Entschuldige, ich mache jetzt einen unzulässigen Vergleich, weil man dann sofort sagt, man vergleicht die mit den Nazis, was in der Form nicht gemeint ist, aber das ist immer so. Bei allen radikalen Bewegungen sind die sie wählen, und das gilt dann natürlich auch für die Nazis, die sie gewählt haben bis 1933, bis es mit dem Wählen vorbei war, nicht im Vollsinn identisch mit dem, was dann passiert ist. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber es ist, jetzt müssen wir ein bisschen über die Ursachen nachdenken, und da wissen wir, das ist ein Arbeitsergebnis. Ja? Das hat sich die Große Koalition mühsam erarbeitet. Ja? Weil man immer sagt, was haben die...
Das ist mir zu harmlos. Ja, das glaube ich nicht. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, über den wir eh schon 100 Jahre diskutieren, ist, es gibt keine Schulung für Zwischentöne bei den Menschen. Das erscheint mir was ganz Wichtiges. Wenn du ein Gefühl hast für Zwischentöne, dann kriegst du ein Gefühl, was Sprache zum Beispiel ist. Ja? Wenn du dann eine Rede vom Strache hörst, dann weißt du, dort willst du nicht hin. Das ist die Aufgabe von Schulen, das ist die Aufgabe von Elternhäusern, das wäre auch die Aufgabe von Politikern, einen anderen Ton dagegen zu setzen. Mich hat zum Beispiel immer gestört, dieser Kabarett-Ton im Parlament vom Seppi Chab. Ich fand das nie in Ordnung. Also es gibt viele, viele Facetten, was dazu beiträgt, dass Menschen so eine ungenaue, schlamperte Wahrnehmung kriegen. Ja? Dass alles ist eins, dieses alles ist eins Gefühl. Und da gibt es in Österreich einfach unendlich viel an Arbeit und das hat mit den Medien zu tun und das hat damit zu tun, dass es nicht genügend Zeitungen gibt, die auf eine bestimmte Mindestqualität radikal Wert legen. Da könnte man jetzt stundenlang darüber reden. So Typen wie ich, die sind vor 40 Jahren in die sogenannte Massenkultur geraten, weil sie das interessiert hat, welche Art von Qualität und Verfeinerung kann man den sogenannten Vielen anbieten. Und das war eine der bittersten Stunden meines Lebens, wo ich mich wirklich warm anziehen musste, wie ich verkündet habe in meinem damaligen Avantgarde-Freundeskreis, dass ich jetzt erstens Schallplatten machen will und zweitens beim Radio bin. Und da war ganz rasch das Wort Verräter da. Und in Diskussionen mit sehr gescheiten, sehr begabten, bedeutenden österreichischen Künstlern, die wirklich einen internationalen Stellenwert haben, da ist einmal der Satz gefallen, ich mach mich nicht dreckig, ich steig dort nicht obe dorthin. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein verrückter Standpunkt, immer am Wahltag sich darüber aufzuregen, in welchem Zustand die Wähler sind und wie die agieren und sich dann wieder mit unserer Begabung 4 Jahre um den nicht zu kümmern, um den Wähler. Und deswegen habe ich mir überlegt, gar nicht so aus politischem Missionarismus, sondern weil ich gerne in einer Welt leben möchte, in der ich mich wohlfühle, in der eine bestimmte Mindestqualität, ein Anwesenheitsplatzerl hat, habe ich mir gedacht, warum kann man nicht sich mal den Kopf zerbrechen, wie man große Unterhaltungssendungen, bestimmte Arten von Verbindungen herstellt zu den sogenannten Vielen, die nicht nur aus Musikantenstadel bestehen. Und das ist eigentlich meine Arbeit aus den letzten 40 Jahren. Ich habe einen großen Respekt für die sagen, ich schließe mich ab und ich bin nur in der Lage, für wenige was zu tun. Aber sie sollen nicht so eine Aggression gegen die haben, die sich entschieden haben, ein bisschen was anderes zu tun. Weil der Charlie Chaplin oder der Bob Dylan sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Und die haben sich genau überlegt, warum sie sich beschäftigen mit Massenkultur. Und dass man auch ein Dichter sein kann, wenn man singt vor 50.000 oder 150.000 Leuten und nicht nur, wenn man in der alten Schmiede eine kleine Lesung macht. Beides ist gleichberechtigt und ich will nicht sagen, dass das eine mehr wert ist als das andere. Aber das andere sollte ein bisschen mehr Achtung genießen, nicht wegen mir. Ich habe mich jetzt daran schon gewöhnt und ich bin auch, kriege genug Liebe. Ich habe kein Defizit an Anerkennung in meinem Leben. Aber es ist für junge Leute oft sehr schwierig, sich zu entscheiden für diesen Massenkultur-Input, den sie geben könnten, weil das so viel an Missachtung erfährt. Ich würde mich zu meiner letzten Frage, dann sind Sie dran, aber nur unter der Bedingung, dass die zwei Scheinwerfer da oben abgeschaltet werden, weil wir sehen überhaupt nichts von Ihnen. Im Spiegel ist eine Rezension des Buchs drinnen, im Spiegel dieser Woche, und ich möchte daraus den letzten Satz vorlesen aus dieser Rezension. Sich selbst treu zu sein, auch in Zeiten höchster Schwierigkeiten, dies ist die zentrale Botschaft, die Heller dem Leser mit auf den Weg gibt. Und womöglich liest man diese Erzählung tatsächlich autobiografisch, auch der zentrale Widerspruch in seinem Leben. Denn über Jahre hinweg hat Heller versucht, sich seinem Publikum vor allem als Kunstwerk zu präsentieren. Ende des Zitats. Ist da was dran?
Es ist für eine bestimmte Zeit in meinem Leben was dran, weil ich sehr wenig Selbstwertgefühl gehabt habe, weil ich sehr wenig Eigenliebe gehabt habe, sehr wenig Respekt vor mir selber bis zu so einem 37. Lebensjahr. Und weil ich Entschuldige, warum bis 37? Das hat ungefähr so lange gedauert, bis ich halbwegs, ich habe mir gedacht, halbwegs synchron war. Schau, wie ich jung war, habe ich mir immer gedacht, das wird ewig dauern, bis ich eine Ähnlichkeit habe mit dem, der ich gern wäre. Mir war klar, dass das eine unglaubliche Arbeit, bis man ein Gesicht kriegt, das man haben möchte. Ja? Bist du zufrieden? Jetzt bin ich solidarisch mit dem Gesicht. Ja? Aber ich habe mir so sehr nicht gefallen als junger Mensch. Und ich war so mit unbefriedigter Eitelkeit und so tobsüchtig und so ein Handgranatenjongleur und so mit einer Denkakne behaftet. Das war sehr schwierig, da nicht zunächst einmal ein Potemkinsches Dorf als Kunstfigur aufzubauen und hinter dem zittrig zu sitzen. Ja? Vorn Goschert, vorn der Welt einen Haxen ausreißen und dahinter sitzt der kleine Bub und fürcht sich. Ja? Und das ist schon wahr, was Sie in der Einleitung gesagt haben, dieses sich organischer Feigling, der sich immer wieder in mutige Situationen führt, wo er sich bewähren musste. Jetzt fürchte ich mich schon viel weniger. Und jetzt habe ich schon begriffen, dass es sozusagen drei Säulen gibt, auf denen man ein funktionierendes Glück haben könnte. Das eine ist wenig Ego, das zweite, weil das Ego ist eine entsetzliche Ballastgeschichte. Nicht? Überall kommt es dir dazwischen und macht sich wichtig und schlägt ein Pfauenrad unerträglich. Nicht leicht, das loszuwerden. Das zweite, was mir am allerleichtesten fällt, ist viel Dankbarkeit, weil ich finde mein Leben ein solches Geschenk und eine solche Gnade. Und ich habe so wunderbare Menschen in meinem Leben und ich habe so viel an Liebe und bin mittlerweile in der Lage, mich über diese Liebe zu freuen. Das habe ich ja früher überhaupt nie können, weil ich mir immer gedacht habe, ich bin nicht liebenswert und wer so ein Trottel wie mich liebt, der hat keinen Durchblick. Ne? Und das Dritte ist das Schwierigste, eben bedingungslose Liebe. Aber ich will jetzt nicht schon wieder von meinem Kind reden, weil an der Stelle fange ich dann immer über ihn zu reden an, dass er mich das gelehrt hat und dass ich durch dieses wunderbare Kind begriffen habe, dass es sowas wie das Beste sich für einen anderen wünschen und nicht immer nur wünschen oder sich unter Liebe vorstellen, dass der andere so sein soll, wie ich ihn gern hätte. Das habe ich mir durch mein Kind abgewöhnt. Das ist eines der vielen Geschenke, das er mir gemacht hat. Also ich glaube, eine Zeit lang war diese Kunstfigur in der ersten Reihe und dann langsam bin ich auf gleiche Höhe gekommen und jetzt glaube ich, ist auch höchste Zeit, bin ich schon ident mit dem, was ich denke und tue. Das ist jetzt eins. Und ich bin weit davon entfernt, wunderbar zu sein, aber ich bin so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe mein Leben geschwänzt. Und ich fühle mich schon ganz wohl in der Figur, die mir da anvertraut ist mittlerweile. Wir sind wieder bei der Kirche, weil ich wollte jetzt Amen sagen. Und das nächste du Buch... Du fragst dir so ernste Sachen, wenn du mich fragst nein, über den Qualtinger, erzählt er lauter lustige Geschichte. Das nächste Buch, dem Applaus folgend, würde ich sagen, könnte auch ein Handbuch zum glücklichen Leben werden. Beginnend mit dem Angstbeißer in der Jugend. Schau, ich habe überhaupt, auch wenn das sekundenweise den Eindruck macht, wenn man mir solche Fragen stellt, muss ich ja antworten, was ich mittlerweile weiß. Und das habe ich mir schmerzhaft genug erworben, dieses Wissen. Das waren ja nicht allzu lustige Jahre, weil man kann ja der Erfolgreichste und Wohlhabendste oder was auch immer sein und dahinter todunglücklich. Und mich hat mein Leben lang interessiert, was ist das Rezept von glücklichen Figuren? Ich wäre so gern glücklich geworden, weil ich habe es ja immer gehört, lernen durch Unglück, lernen durch Qual, Sünde als Weg. Das, katholisch. Das, ja. Krankheit als Weg. Man kann als Künstler, muss man arm sein und durch Bitternis gegangen sein, damit man was Anständiges zusammenbringt. Ich glaube, man kann am besten durch Freude lernen.
Und das hat sie aber bei uns nicht wirklich herumgesprochen. Und aus dem kommt ja auch dieser Kult der schlechten Laune, den die Intellektuellen und Künstler immer so verherrlichen, weil sie glauben, wenn man dort zu Hause ist, in der Selbstaggression, in der Wut auf sich und andere, dem anderen nichts gönnen und sich selber den Aufstieg und den anderen den Untergang wünschen, dann ist man am richtigen Platz. Man ist aber am richtigen Platz, wenn man dem anderen wünscht, dass ihm was gelingt. Man ist am richtigen Platz, wenn man selber Ermutigung kriegt. Und die kann ich nur kriegen, wenn ich Ermutigung ausschicke. Was man ausschickt, kriegt man zurück. Das ist ja rührend, wie viele Künstler ich in meinem Leben kennengelernt habe, die für sich das Beste wollen und für den anderen das Schlechteste und sich wundern, warum es bei ihnen dann nicht funktioniert. Wenn man ihnen einmal sagen würde, freu dich über den Triumph eines anderen und wenn du die Zeitung aufschlagst von der Ausstellung des Kollegen, hoffe nicht, dass es ein Verriss wird, sondern hoffe, dass es ein Triumph wird und dann wird der eines Tages sich freuen, dass deins auch ein Triumph wird. Aber das ist so ein weiter Weg, bis man da hinkommt. Und ich bin ja in Wien aufgewachsen. Ich bin ja aufgewachsen dort, wo sie sich gegenseitig und ich dann auch nicht den anderen das Weiße aus den Augen gegönnt habe. Und ich bin aufgewachsen, wo der liebe Gott der Karl Kraus war. Und wo alle gesagt haben, niedermachen, wenn es brillant ist, ist die größte Kunst überhaupt. Und wo die Kritiker sagen, ja, verletzen ist einfach das bessere Geschäft wie lieben, ja? Das ist, wenn du mit dem Reich Ranitzky über dieses Thema diskutierst, ich habe einmal mit ihm darüber diskutiert, sagt er, ja, ein Verriss ist einfach, wird mehr gelesen. Ja, okay. Ich habe Lust auf was anderes und jetzt bin ich alt genug, um mich auch dazu zu bekennen. Aber ich habe nichts Missionarisches, überhaupt nichts. Wenn man mich fragt, erzähle ich, wie es mit meinem Leben gelaufen ist und wie meine Ängste und meine Verstörungen und mein Minderwertigkeitsgefühl sich langsam verwandelt hat in was, was mich lebensfähiger macht. Und jeder muss seinen Weg gehen und ich habe überhaupt keine Wegweiser, die ich aufstellen kann. Ich kann nur von dem einzigen Fall erzählen, den ich wirklich unter der Lupe beobachten konnte, nämlich mich. So. Wenn jetzt noch wer was fragt. Sollte es Fragen geben, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bitte, die Heli Maimann, ja, die. Ja, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich mich herzlich bedanke bei dir für diese schönen Sachen, was du da gesagt hast, vor allem zum Schluss. Aber eine Frage habe ich an dich, die mich die letzten Jahre beschäftigt hat ab und zu, nämlich, du hast dem Alfred Gusenbauer sehr viel öffentliche Unterstützung gegeben. Hast, glaube ich, auch nichts gesagt, wie diese komische Spargelesserei zwischen ihm und dem Herrn Haider stattgefunden hat. Kann mich zumindest nicht erinnern. Ja, und er steht ja auch auf dem Brief an den Herrn Dichand. Du hast über den Herrn Feimann gesprochen, das ist in Ordnung. Aber wie ist das jetzt mit dem Alfred Gusenbauer und deinem Verhältnis zu ihm? Warum diese großen Hoffnungen in ihn? Und ist dieses Verhältnis jetzt auch zerbrochen? Also ich habe mich geäußert zu all diesen Dingen und ich habe vorher gesagt, vielleicht war es wirklich zu leise, damit man es versteht, dass ich gesagt habe, ich halte die Unterzeichnung des Kronenzeitungsbriefes durch den Alfred Gusenbauer für einen aus Panik entstandenen Selbstverrat. Und ich habe es in der Zeitung, in der Zeit eine unentschuldbare Dummheit genannt. Da kann ich nur ehrlich antworten. Ich kenne den Gusenbauer lange und ich habe immer eine sehr hohe Meinung von ihm gehabt, weil er ein brillanter Intellektueller ist, weil er aus einer Familie, wo der Vater Maurer, die Mutter Putzfrau war, sich aus eigener Kraft in jemand verwandelt hat, der Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch so sprechen kann, dass er an jedem Ort in freier Rede zu schwierigen Themen was Gescheites sagen kann. Ich habe ihn als jemand kennengelernt. Ich komme dann schon noch zu dem, was du von mir hören willst. Ich will nur aufzählen, wie meine Beziehung zu ihm ist.
Ich habe ihn als einen unendlich belesenen Menschen kennengelernt. Ich habe noch nie einen Politiker ins Auge geschaut, der so viel über Literatur wusste oder weiß. Ich habe auch selten einen Politiker gesehen, der so viel an internationaler Vernetzung hatte, weil er ja jahrelang in der sozialistischen Internationale gereist ist und in jedem Land die gescheitersten Leute kennt und dort nicht immer nur die Politiker getroffen hat, sondern die großen Dichter. Und immer wenn wir über jemanden geredet haben, der mich interessiert in Polen oder so, jemand wie den Kapuscinski oder jemand in Spanien oder auch in Afrika, dann war er dort und hat die schon getroffen gehabt, mehrmals. Also ich fand ihn einen faszinierenden, klugen Gesprächspartner und finde ihn noch immer. Sein Traum war, Bundeskanzler zu werden. Dann ist er Spießruten gelaufen, eigentlich ganz am Anfang seiner Parteivorsitzendenposition schon in der Partei. Und alle haben gesagt, mit dem reißt man nie was, der ist nichts, der schaut nicht fesch genug aus, was der für eine Frisur hat, für eine Aktentasche, mit dem geht es nie. Und er ist nie abgewählt worden. Er ist immer wieder bestätigt worden und dann hat es geheißen, mit dem kann man keine Wahl gewinnen und er war der Kanzlerkandidat und dann hieß es, die nächste Wahl kann man sicher mit ihm nicht gewinnen und dann ist er plötzlich Erster geworden und dann war er Bundeskanzler. Von der Partei immer wieder bestätigt, total ungeliebt, belassen in der Position. Ich fand es unglaublich kokett, jemand immer nur zu kritisieren und nicht zu sagen, ja, wir haben ja die Möglichkeit, den abzuwählen. Das hat aber niemand getan, weil da waren die einen zu bequem, die wollten den Job nicht und der Häupl wollte gern dort vorne jemanden stehen haben, der nicht so beliebt ist und dem, weil jeder weiß, er ist der Mächtige in der Partei. Dann war er Bundeskanzler und dann hat er sich in einer merkwürdigen Weise überhaupt nicht verändert und ist sich unglaublich treu geblieben und das hat überhaupt nicht funktioniert in der Politik. Überhaupt nicht. Er ist genau die Figur geblieben, die einen gewissen Hochmut und eine gewisse Gelangweiltheit bei bestimmten Themen hat. Und er hat, wie ich das einem Interview gesagt habe, manchmal haben Leute warten müssen auf Termine vor der Tür, weil er noch das Kapitel eines Romans zu Ende lesen wollte und so Sachen. Und das hat mir auf der einen Seite gefallen, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie unglaublich. Und auf der anderen Seite hat es in einen totalen Schiffbruch geführt. Und jetzt erinnern wir uns einmal, was da am Anfang passiert ist. Er hat die Wahl gewonnen gehabt. Ich bin in seinem Büro gestanden und ich vergesse nie das Gesicht des Wiener Bürgermeisters, das auch auf die Zahlen geschaut hat, auf die ich geschaut habe. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, glaubst du das? Und er hat gesagt, ja, ich glaube das, der ist jetzt Bundeskanzler. Und dann kam es zu Verhandlungen und in diesen Verhandlungen hat ihm die ÖVP alles runtergeräumt, was herunterzuräumen war. Und wenn er Nein gesagt hätte, hätte es Neuwahlen gegeben. Und die Neuwahlen hätte er verloren. Also aus der Sicht von, die hätte er verloren. Die Grünen, die jetzt sagen, sie unterstützen eine Minderheitsregierung, haben damals gesagt, sie unterstützen sie. Da ist sehr viel passiert. Und er ist dann da hineingegangen und hat gedacht, er wird dieses Klima in eine Qualität verwandeln können. Und wir wissen alle, dass der Wolfgang Schüssel und seine Mannen gedacht haben, das ist ein Irrtum der Vorsehung. Das kann es nicht geben. Und so haben die agiert und es ist ganz klar gewesen von der ersten Sekunde, dass die miteinander nicht können. Mir hat es der Gusenbauer bei jeder Begegnung gesagt, es ist ein unerträgliches Klima. Und irgendwann musste das Schiffbruch erleiden und den Schiffbruch haben wir jetzt erlebt. Und die Art, wie der Schiffbruch kam, ist ja an Aberwitz auch wieder nicht zu übertreffen gewesen. Ich habe oft mit ihm darüber geredet und er hat zu mir oft gesagt, schau, gib mir die Chance, mir, dir und anderen zu beweisen, dass ich in meiner Art daheben wäre. Und er hat sich jetzt bewiesen, dass es so nicht gegangen ist. Und er nimmt das mit einer, das kann Ihnen, die Sie vielleicht größtenteils nicht seine Freunde sind, Ihnen kann das egal sein, aber ich sehe das mit großem Respekt, wie er damit umgeht mit der Situation. Mit einer großen Gelassenheit, Gefasstheit und den Schmerz, den er nur sich zu verdanken gehabt hat, bis zu einem gewissen Grad ist er genau in seinen eigenen Abgrund gefallen, trägt er Nobel und
Der wird jetzt sein Leben beginnen als Intellektueller draußen in der Welt und das wird spannend sein. Und ich habe ihm gesagt, das ist unglaublich, wenn man so jung ist wie du und das alles schon erlebt hat. Nimm das als eine fantastische Ausbildung und einen Wissensvorsprung, den andere Leute nicht haben. Und fang jetzt ein euphorisches, von dir geliebtes Leben an. Ich finde es eine tragische Geschichte. Ich habe mir sehr viel davon erwartet und ich war am Schluss und währenddem genauso verstört, wie wahrscheinlich Sie alle und an vielen Tagen auch er selbst. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Er war mein Freund und er war mein Freund an Tagen, wo er Dinge getan hat, die ich nicht mitgetragen habe. Ich habe es ihm gesagt, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, diese Freundschaft aufzukündigen. Und er wird jetzt auch mein Freund sein. So hat man das zu machen, finde ich. Er hat nichts getan, was unverzeihlich ist. Er hat nur Dinge getan, die ihn schwer beschädigt haben. So sehe ich das. Kannst du es? Die Linke und die Frauenseite ist stark in diesem Saal, das finde ich schon einmal gut. Mir ist ein bisschen der Kulturmensch jetzt, also dieser Kulturschaffende, ein bisschen zu kurz gekommen bei dieser Diskussion, auch wenn es jetzt um das Buch ging. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich hätte mir gewünscht, dass, und da wusste ich noch nicht, dass Sie sozusagen ein bisschen bei der SPÖ abgedankt haben, innerlich, gewünscht, dass Sie auch in Wien als breiten Kulturschaffender auf höchstem Niveau ein paar Spuren hinterlassen. Wird da vielleicht noch was kommen? Das würde ich mir wünschen. Ich weiß schon, dass vielleicht Wien ein bisschen too small town for you ist, aber vielleicht wäre das möglich, würde ich mir so wünschen. Und bevor Sie antworten, noch eine Anmerkung. Sie haben erzählt, den Film, den Sie gemacht haben, oder der, wo Sie Erika Bluha kennenlernen wollten und was ein Investment war. Diesen Film kann man übrigens noch immer kaufen. Und den gibt es in der Standard Edition, also falls sich jemand dafür interessiert, kann man den um 10 Euro oder sowas erwerben, falls Sie neugierig sind. Und jetzt, ja, wenn Sie noch was zu Ihrem Kulturschaffen in Wien sagen wollten, würde ich mich freuen. Kurz. Ich hab ja sehr viel Spuren im Rahmen meiner Möglichkeiten in Wien hinterlassen, weil ich Lieder geschrieben habe, die sich mit Wien befassen. Viele, viele. Ich habe eine tiefe Liebe zum Wiener Dialekt. Und das Wiener Lied, abseits der Lieder, die sich mit Wien befassen, die ich geschrieben habe, ist das Wiener Lied als solches eine Leidenschaft von mir. Und der Qualtinger und ich, wir haben wahnsinnig euphorisch uns gegenseitig Wiener Lieder vorgesungen. Und ich habe ein paar Erzählungen und einen Roman geschrieben, der sich mit Wien auseinandersetzt. Der Roman heißt Schattentaucher, ist leider nicht in der Standard-Edition zu erhalten. Aber, also... Es gibt vieles, was ich mit Wien verbinde, aber ich bin so ein Kind, das in die Welt hinaus muss. Und das hat was, und das ist jetzt nicht so eine Thomas Bernhardsche Hass- oder Verstörungsgeschichte zu Österreich. Ich bin so ein Südmensch, ganz und gar. Ich bin ein Südling. Und dieser Südling muss dort sein, wo die Sonne scheint und wo es ein Meer in der Nähe gibt. Und ich habe so viele Jahre in Wien verlebt und in Österreich, und ich gehöre nach Italien und jetzt baue ich in Marokko. Das ist das, was meiner inneren Melodie entspricht. Ja, man ist auf einen Ton gestimmt und eine Landschaft und ein Mensch oder eine Musik oder ein Gebäude ist auch auf einen Ton gestimmt. Und dann kommt man hin und dann fängt man zum Schwingen an miteinander. Und so geht es mir im Süden. Und ich erzähle immer dieses Beispiel, das ist kein böses Beispiel, es ist wahr. Ich gehe in Wien spazieren. Und die Menschen sind sehr lieb zu mir. Es ist nicht so wie vor 40 Jahren, wo es gesagt hat, da geht der mit der Pölzgosche das rachitische Knochenbouquet. sondern mittlerweile kriege ich sehr viel an Zuneigung. Und ich gehe auf der Kärntnerstraße und jemand sagt zu mir, Herr Heller, entschuldigen Sie, dass ich störe, ich möchte nur wissen, was machen Sie als nächstes. Und dann sage ich, ja, ich mache das und das. Und dann sagt diese Dame, ui, da haben sie noch wieder was vorgenommen. Na, ob das gut geht, ne? Und die ist aber ganz lieb. Und ich gehe bei mir in Gardone Riviera spazieren
Und da sagt jemand, was machen Sie denn als nächstes? Und dann sage ich das und dann sage ich, das wird wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Wann ist die Premiere, da möchte ich hinkommen. Das heißt, es sind so Grundenergien unterschiedliche. Und ich möchte nicht nur trotzdem immer was erreichen, ich möchte auch mit dem Ort was erreichen, wissen Sie? Und da ist der Süden für mich halt stimmiger. Und dann gibt es Leute, die müssen immer auf dem Nagelbrett liegen und sind dann in der Blüte ihrer Begabung. Aber mir tut es gut, wenn ich spüre, die wollen alle miteinander, dass mir was gut geht. Und da ist mir das Wahnsinnigste passiert. Ich habe mich ja so lächerlich gemacht, wie sich, glaube ich, überhaupt noch nie irgendein Mensch in einem Theater in Wien lächerlich gemacht hat. Einmal hat der wundersame und wunderbare Klaus Peimann mir den Auftrag gegeben, ein Stück fürs Burgtheater zu machen. Sein und Schein hieß es. Und alle haben gesagt, Jesus, na, du hast das was. Und ich habe es mir auch ein bisschen gesagt. Ja? Und es war ein Stück, das sich über Theater geäußert hat, in Bildern, in verrückten, kaleidoskopischen Zuständen. Und da haben, die Hosen der Burgtheaterdirektoren aller Zeiten haben getanzt, aus No Business Like Show Business, und Kängurus aus Basel sind gekommen und haben gesungen als Grüßebringer von Luzern auf Wagis zu, und zwischendurch ist plötzlich der Minetti erschienen und hat den Hamlet-Monolog gemacht, und dann wollte ich eine Passage haben, wo man die Burgschauspieler anders hört, nämlich in ihren Werbespots, die sie sprechen im Radio, und das dann verglichen mit dem, also es war ziemlich ein merkwürdiges Stück. Und begonnen hat es mit meiner Lieblingsszene, von der ich seit meiner Kindheit geträumt habe, vor dem riesigen Vorhang vom Wiener Burgtheater kommt ein riesiger Kasperl heraus und sagt, Ravuzi Kapuzi, seid ihr alle da? Und das ganze Burgtheater schreit, ja. Und der Kasperl sagt, ich habe euch nicht verstanden, seid ihr wirklich alle da? Ja. Und schon deswegen bin ich dem Peimann ewig dankbar, was ich machen durfte. Und es war Premiere und ich habe gewusst, da sitzen die Feinde, die wollen, dass das misslingt, die Sigrid Löffler und wie sie alle heißen, meine lebenslangen Ermutiger. Und ich war vorher in Indien und habe in Indien ein Projekt gemacht mit indischen Künstlern. Da hat ein Maharaja mir den Auftrag gegeben, seinem 6-jährigen Sohn Maßstäbe für das Staunen beizubringen. Ein unglaublicher Auftrag. Und da habe ich mit tausenden Mitwirkenden, alle 350 Schneider waren da beschäftigt, eine Prozession und ein Theater gebaut und habe gesehen, dass wenn die auf die Bühne rausgehen, dass die immer vorher beten, dann den Boden küssen und sagen dem Publikum, schickt uns gute Energie, wir müssen zusammenarbeiten, das ist ein Joint Venture. Ob der Abend gelingt oder missglückt, hat auch etwas mit Ihnen zu tun. Ich im Wiener Burgtheater am Abend der Premiere mit allen Kritikern des deutschen Raums da unten, meine Freundin Karin Katrein, war auch da, der habe ich das vorher erzählt und gesagt, ich gehe da jetzt raus und mache, was die Inder gemacht haben. Und sie hat gesagt, bitte dich, geh da nicht heraus. Die werden sagen, der vertraut seinem Stück nicht, der muss uns zur Mitarbeit einladen, weil er selber nicht gut geht. Ich habe gesagt, ich habe das gesehen, ich halte das für richtig, ich gehe da heraus. Ich gehe vor den Vorhang und sage, meine Damen und Herren, ich war in Indien und ich habe Folgendes erlebt und ich bitte Sie, schicken Sie uns gute Energie. Die Karin Katrein hat gebrüllt. Ich hab dir gesagt, mach's nicht. Ganz mutig von ihr. Die hat aus der 12. Reihe auf die Bühne hinaufgenommen. Es war Totenstille im Saal. Die Leute haben sich angeschaut, haben gesagt, steht da unter Drogen? Was hat er? Was will er? Wieso müssen wir da jetzt mitwirken? Also wenn das ein Flop wird, sind wir schuld. Und ich bin als geprügelter Hund weggegangen und in vielen Kritiken ist gestanden, der Autor, der vom Misserfolg überzeugt war, bat vorher. So divergiere ich oft mit hier. Ja? Und das wird natürlich, je älter wird, desto schärfer. Und deswegen bin ich gut beraten, lieber in Mali oder Bali, als in Kagran oder Otterkring. So, ich glaube, das war's.
Danke schön. Danke schön. Thank you.